Hallöchen Leute und willkommen zum letzten Fall von Ace Attorney Dual Destinies. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ihr freut euch. Es wird ziemlich großartig. Ich freue mich so sehr drauf. Wir sind weit gekommen. War ein langes Ding. Let's go. Tag 1, Prozess Tag 1. Machen wir eine neue Verhandlung von dem Fall, wo Simon Blackwell zum Tode verurteilt worden ist. Rein da. Dezember, 15.11 Uhr. Bezirksgericht. Angeklagtenzimmer Nummer 5. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt. Ich habe mir diese besonderen psychischen Blockaden angesehen, die du angesprochen hast, Hennig. Ach wirklich? Danke, das ist nett von dir. Eine rote psychische Blockade steht für ein Geheimnis, das die Person bewusst geheim hält. Knickt die Person bei der Befragung ein, geht das Schloss kaputt und die Wahrheit kommt ans Licht. Ja, yep. Genau so habe ich auch die Wahrheit aus Inspektor Fulbright und Direktor Cosmos rausgekriegt. Aber hinter einer pechschwarzen psychischen Blockade verbirgt sich ein Geheimnis, das tief im Herzen der Person schlummert und dessen sie sich selbst nicht bewusst ist. Nicht einmal die Person selbst weiß davon? Athena versucht nicht absichtlich, was sie von dir jetzt geheim zu halten. Aus irgendeinem Grund ist ein Teil ihres Herzens und ihrer Erinnerung versiegelt. Auch für sie. Super. Das heißt, ich muss nur diese psychischen Blockaden aufbrechen. Meine Nachforschung besagen Folgendes. Eine schwarze psychische Blockade ist wie eine starke Kette, die ums Herz einer Person gewickelt ist. Wenn sie mit Gewalt aufgebrochen wird, könnte die Seele einen dauerhaften Schaden davontragen. Im Klartext, unbedachtes Vorgehen könnte Athenas Trauma nur noch verschlimmern. Pearls, könntest du bitte an Athenas Seite bleiben? Ihr leidet bestimmt unter der schweren Last, die sie zu tragen hat. Na klar, aber schaffst du das auch wirklich ohne mich, Hennig? Mein Gegner ist Edgeworth. Ich muss mich auf den Prozess voll und ganz konzentrieren können. Und das kannst du nicht, wenn ich da bin? Ich störe dich dabei nur. Nein! Ich kann mich einfach besser konzentrieren, wenn ich weiß, dass du dich um Athena kümmerst. Du bist die Einzige, die ich darum bitten kann, Pearls. Alles klar! Dann mache ich es! Viel Glück, Hennig! Okay. Jetzt, wo ich den Kopf wieder frei habe, sollte ich mich den Vorbereitungen widmen. Und nicht mehr benötigte Beweismittel ausmisten. Es ist an der Zeit, dem Albtraum, der vor 7 Jahren begonnen hat, ein Ende zu setzen. Dezember, Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 4. Die Verteidigung, Staatsanwaltschaft und der Richter. Es sind sogar Leute im Zuschauerbereich. Das Dach wurde vollständig weggesprengt und die Wände sind eingestürzt. Doch heute sind diese Ruinen mein Schlachtfeld. Heute wird der sogenannte Prozess gegen Athena Sykes verhandelt. Was heißt hier so genannt, alte Klapperkiste? Das ist ein hochoffizieller, ordentlicher Prozess. Nehmen Sie die Sache gefälligst ernst, sonst hören Sie noch die Knochen der Geiseln brechen. Ich flehe Sie an. Geben Sie Frau Blackwell bitte keinen Grund, sich aufzuregen. Heute wird der äußerst ordentliche Prozess gegen Athena Sykes verhandelt. Das soll ein ordentlicher Prozess sein. Das ist eine Farce. Was haben Sie gerade gesagt? Edgeworth, hast du was an den Ohren oder stellst du dich absichtlich taub? Allerdings ist diese Farce für unser Rechtssystem von größter Bedeutung. Sie erinnern sich gewiss an den UR1-Vorfall? Ein Staatsanwalt wurde des Mordes angeschuldigt.
Es war dieser Fall, der das abscheuliche, dunkle Zeitalter der Justiz eingeläutet hat. Ah, das haben Sie also vor? Sollte die Wahrheit hinter diesem Fall aufgedeckt werden? Korrekt. Dann wird die Dunkelheit schwinden und das Rechtssystem wird wieder in bekannten Glanze erstrahlen. Staatsanwalt Edgeworth, es scheint, als wüssten Sie etwas über diese Wahrheit. Das ist korrekt. Es gibt eine neue Verdächtige im UR1-Fall. 7 Jahre lang hat Simon Blackwell geschwiegen, um jemand anderen zu schützen. Mach dich gefasst, Phoenix. Jetzt legt er los. Es tut mir leid, Wright, aber ich kann die Augen vor der gegebenen Situation nicht verschließen. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Athena Sykes wegen Mordes. Trotz der aktuellen Umstände werde ich die Angeklagte gnadenlos verhören. Denn das ist Teil meiner Überzeugung. Dann zeig, was du kannst. Wenn Sie beide dann bereit sind. Heute wird der Prozess gegen Athena Sykes verhandelt. Euer Ehren? Die Verteidigung ist so bereit wie noch nie. Die Staatsanwaltschaft ist ebenfalls bereit. Diese unglaubliche Spannung im Saal. Das erinnert mich an unsere Duelle von früher. Ich werde Staatsanwalt Blackwell von diesen Anschuldigungen freisprechen und all dem ein Ende setzen. Ich habe nicht vor, Frau Sykes aufzugeben. Sie ist eine vielversprechende junge Anwältin. Athena ist definitiv unschuldig. Aber ich glaube auch nicht, dass es Blackwell war. Haben Sie eine Idee, wer der Saboteur gewesen sein könnte? Ich weiß zumindest, dass es nicht Simon Blackwell war. Ich kenne die Identität des wahren Täters nicht. Aber ich weiß, was er ist. Und zwar ein Spion. Der wahre Täter ist der Spion. Es wird schwer, die anderen davon zu überzeugen, wenn sogar ich selbst noch Zweifel hege. Aber wenn ich Athena und Blackwell retten will und den Spion entlarven, dann habe ich keine Wahl. Also dann, Generalstaatsanwalt Edgeworth. Das Generalstaatsanwalt ist nicht nötig, euer Ehren. Ich agiere heute als gewöhnlicher Staatsanwalt. Nun gut. Die Eröffnungsplädoyer bitte, Staatsanwalt Edgeworth. Oder wollen Sie den Genuss eines meiner hervorragenden Eröffnungsplädoyers kommen? Eigentlich gehört das Eröffnungsplädoyer zu den Pflichten der Staatsanwaltschaft. Ja, natürlich. Sie haben vollkommen recht. Das war nur ein kleiner Scherz, nichts weiter. Hat ihm wohl mehr Spaß gemacht, sie zu halten, als angenommen. Interessant. Am besten beginnen wir mit einer kurzen Zusammenfassung vom UR1-Vorfall. Der Vorfall ereignete sich am 7. Oktober im Weltraumcenter Kosmos vor 7 Jahren. Das Opfer, die Psychologin Metis Sykes, wurde im Robotiklabor im 3. Stock ermordet. Athenas Mutter. Simon Blackwell, damals ein junger Staatsanwalt, wurde des Verbrechens schuldig gesprochen. 2 entscheidende Faktoren führten zu seinem Schuldspruch. Erstens, Blackwell war der Einzige, der sich zum Zeitpunkt des Mordes im Gang zum Labor befand. Und zweitens, dieses Foto, das den Moment des Verbrechens festhält. Das sind tatsächlich sehr belastende Faktoren. Daraus kann nur geschlossen werden, dass in der Tat Staatsanwalt Blackwell verantwortlich ist. Ist das Ihr Ernst? Diese Entscheidung werde ich auf keinen Fall akzeptieren. Das Eröffnungsplädoyer ist vorbei. Los, rufen Sie die Zeugen, und zwar flott. Frau Blackwell, bei Gericht gibt es eine bestimmte Vorgehensweise, die eingehalten werden muss.
Oder wir lassen sie gewähren, euer Ehren. Immerhin ist sie die treibende Kraft hinter dem Prozess. Außerdem ist es recht kalt hier. Das lange Sitzen kann für ihr Rücken nicht gesund sein. Oh, wie umsichtig von Ihnen, dass Sie sich um das Wohlergehen der Älteren sorgen. Wie früher. Der Richter tanzt komplett nach seiner Pfeife. Die Anklage ruft ihren ersten Zeugen in den Zeugenstand. Einen Zeugen, der nach 7 Jahren eine neue Aussage tätigen wird. Eine neue Zeugenaussage? Und wer bitte soll dieser Zeuge sein? Ich heiße Bobby Fulbright und Gerechtigkeit ist meine Devise. Was tun Sie denn hier? Ich bin hier, um anstelle der Geiselnehmerin Frau Aura Blackwell auszusagen. Sie meinte, sie sei zu beschäftigt, um dem Festhalten und Bedrohen der Geiseln. Da scheint sie aber nicht davon abzuhalten, sich pausenlos als Klonki einzumischen. Ich bin nur eine Beobachterin in dieser Sache. Tun Sie Ihr Bestes. Ich habe ein Auge auf Sie. Im Glauben an die Untersuchung Ihres Bruders unternahm Frau Blackwell eigene Untersuchungen. Und obwohl Ihre gegenwärtigen Maßnahmen nicht rechtens sind, sollten wir uns Ihre Theorie anhören. Ich habe hier die Notizen von Frau Blackwell zur hier durchgeführten Untersuchung. Und anhand dieser Notizen werde ich aussagen. Hören Sie gut zu. Zeugenaussage. Aura Blackwells Theorie. Simon ist nicht der Mörder. Er wollte jemand anderen beschützen. Zum Zeitpunkt, in dem Simon den Mord begangen haben soll, war jemand anderes am Tatort. Wenn er nur das Mondgestein stehlen hätte wollen, wozu hat er dann einen Rollkoffer benötigt? Weil er darin jemanden verstecken wollte. Das ist der Grund. Und die einzige Person, die klein genug war, um dort reinzupassen, war Athena Sykes! Das ist Frau Blackwells Theorie. Sie widerspricht dem Urteil von vor 7 Jahren völlig. Was den Koffer betrifft, den sie erwähnt hat, im Labor gibt es noch mehr davon. Aber die dienen nicht fürs Reisen, sondern für den Transport von Ausrüstung und größeren Elementen. Ich kann mich vage daran erinnern, 3 Koffer in verschiedenen Größen gesehen zu haben. Damals wurde angenommen, dass Staatsanwalt Blackwell mit dem Koffer das Gestein stehlen wollte. Und diese Annahme kam auch nicht von ungefähr. Wie Sie sehen können, gibt es im Gang zum Robotiklabor eine Überwachungskamera. Und es gibt eine Aufnahme, die zeigt, wie Blackwell mit einem Koffer den Tatort verlässt. Kein Wunder, dass sein Prozess so schnell abgehandelt war. Ein Bild sagt eben oft mehr als 1000 Worte. 7 Jahre altes Foto in der Gerichtsakte aktualisiert. Diesen Koffer hat man übrigens später im Gelände des Weltraumcenters gefunden. Apropos später. Wo war die Angeklagte Athena Sykes nach dem Vorfall? Sie wurde im 5. Stock des Weltraumcenters gefunden. Im Domizil der Familie Sykes. Vermutlich hat Staatsanwalt Blackwell sie nach dem Vorfall dorthin gebracht. Im Übrigen ist nicht bekannt, wo sich Frau Sykes während des geschätzten Todeszeitpunkts aufhielt. Der Schock über den Tod ihrer Mutter verwirrte sie. Sie war nicht in der Lage, ordentlich auszusagen. Und es gab keine Indizien oder Zeugen, die Auskunft zu ihrem Aufenthaltsort geben konnten. Wollen Sie damit also sagen, dass Frau Sykes kein Alibi hat? Wenn wir den Indizien Glauben schenken wollen, dann ja. Die Theorie leuchtet mir durchaus ein, aber überzeugt hat sie mich noch nicht. Das Opfer ist die Mutter der Beschuldigten. Behaupten Sie etwa ein 11-jähriges Mädchen? Das Mädchen hatte selbstverständlich ein starkes Motiv. Dr. Sykes war Psychologin, die viele Abhandlungen zu Sprache und Emotionen verfasst hat. Die speziellen Fähigkeiten von Frau Sykes sind Ihnen doch bekannt, euer Ehren. Gehen Sie auf dieses Therapieding an? Ja, das hat sie schon mehrmals bei Gericht vorgeführt.
Die Fähigkeit, Emotionen anhand der Stimme zu lesen. Und auch zu Forschungsobjekt ihrer Mutter. Nun, solange die Forschung der Gesellschaft, die sehe ich kein Problem damit. Mir gefällt nicht, in welche Richtung sich das bewegt. Kein Stück gefällt mir das. Dr. Sykes war besessen von ihrer Forschung und zwang ihre Tochter, Experimente zu unterlaufen. Staatsanwalt Edgeworth, wollen Sie damit etwa andeuten? Ich habe Rücksicht genommen, doch auch Sie können die Wahrheit nicht länger leugnen, Herr Wright. Nicht mehr in der Lage, die Qualen der Experimente länger zu ertragen. Sah Frau Sykes nur noch einen Ausweg, ihre eigene Mutter zu töten. Ah! Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Echt tragische Geschichte. Ich möchte sie selbst nicht glauben. Doch, wir müssen fortfahren. Herr Wright, bitte, Inspektor Fulbright, halten Sie sich an die Notizen. Kreuzverhör. Aura Blackwoods Theorie. Simon ist nicht der Mörder! Er wollte jemand anderen beschützen! Staatsanwalt Blackwell hat das Todesurteil einfach akzeptiert, um jemand anderen zu beschützen. Sie sagen es! Genau das scheint Frau Blackwell zu glauben! Ich glaube das ebenfalls. Staatsanwalt Blackwell ist kein Mörder, Herr Wright. Aber genauso wenig ist Athena Sykes eine Mörderin, Herr Edgeworth. Keiner von uns beiden wird also klein beigeben. Soll mir recht sein. Das ist mir auch lieber so. Oh, diese angespannte Atmosphäre ist ja so vertraut. Ach, ist das aufregend. Ich lese zwar nur die Notizen ab, aber Sie haben recht. Was für ein Nervenkitzel. Nur weiter so. Zum Zeitpunkt, in dem Simon den Mord begangen haben soll, war jemand anderes am Tatort. Das ist allerdings nur pure Spekulation. Nein, Frau Blackwell hat gute Gründe für ihre Behauptung. Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Sie waren derjenige, der mit Moment mal ins Wort gefallen ist. Na gut, vielleicht war ich ein klitzekleines bisschen zu voreilig. Das hat also der Spruch, was ich lieb, das deckt sich zu bedeuten. Okay, weiter im Text. Wow. Wenn er nur das Mondgestein stehlen hätte wollen, wozu hätte er denn den Rollkoffer benötigt? Der Rollkoffer? Ich nehme an, Sie sprechen von diesem hier. Der mit Staatsanwalt Blackwell auf dem Foto abgebildet ist. Von dem aber jede Spur fehlt, als das Foto vom Tatort aufgenommen wurde. Genau dieser. Frau Blackwell ist anhand dieser zwei Fotos zu einem Schluss gekommen. Ach so? Und wie lautet der? Ein Blick auf die Notizen wäre hier ratsam. Oh, ach ja, natürlich. Ich lese vor. Warum der Rollkoffer? Weil er darin jemanden verstecken wollte. Das ist der Grund. Und wie genau soll er in diesem Koffer eine Person versteckt haben? Haben Sie bereits vergessen, dass wir etwas in dieser Art erst vor kurzem gesehen haben? Bei der Zauberschau Ihrer Tochter verschwand ein ausgewachsener Mensch in einer kleinen Kiste. Oh ja, stimmt! So kann man auch eine gute Erinnerung zerstören. Eine Zaubershow? Warum wurde ich nicht eingeladen? Ich hätte sie auch gerne gesehen. Tut mir leid, wirklich. Nächstes Mal lade ich sie beide ein. Versprochen. Also, worüber haben wir gerade geredet? Staatsanwalt Blackwell hat mit Hilfe des Koffers jemanden versteckt! Und die einzige Person, die klein genug war, um dort reinzupassen, war Athena Sykes!
Das ist nichts als reine Spekulation. Es gibt noch genug andere Möglichkeiten, die in Frage kommen. Na gut, was glauben Sie denn, was im Koffer war? Ich glaube, es war das Mondgestein. Am Tatort gab es 3 Koffer, aber Staatsanwalt Blackwell hat sich für den größten entschieden. Das Mondgestein hatte die Form eines Eises. Eines Eis und war im Durchmesser nur 20 cm groß. Dafür den größten Koffer zu verwenden, ist wieder die Vernunft. Aber das beweist noch lange nicht, dass Frau Sykes in dem Koffer war. Nun gut, dann will ich die folgende Frage fragen. Haben Sie eine bessere Theorie, was sich in dem Koffer befunden haben kann? Und Herr Wright, wir warten. Ach, geht mal runter vom Gas. Ich werde ja wohl noch überlegen dürfen. Sollte ich es mit einem Bluff probieren? Immer bluffen. Ich weiß ganz genau, was Staatsanwalt Blackwell vom Tatort wegtransportieren wollte. Ich muss einfach etwas anderes finden, das verschwunden ist. Ein Kinderspiel. Oh, auf die Theorie bin ich aber gespannt. Wenn sie denn auch wahr ist. Das ist ein Foto vom Tatort, nachdem Staatsanwalt Blackwell ihn verlassen hat. Wir müssen einfach das hier mit dem Foto von Staatsanwalt Blackwell vergleichen, um zu sehen, was fehlt. Wenn er etwas mitgenommen hat, dann muss es in einem der Fotos zu finden sein. Fortuna, lass mich jetzt bitte nicht im Stich. Nun denn, Herr Wright, dann verraten Sie uns doch bitte Ihre Theorie. Was hat Staatsanwalt Blackwell vom Tatort mitgenommen? Das hier. Bitte richten Sie Ihren Blick auf das Roboterteil auf dem Rollwagen. Wie Sie sehen können, fehlt es auf dem Foto, das nach dem Verbrechen aufgenommen wurde. Das bedeutet, dass dieses Teil vom Tatort entwendet wurde. Tatsächlich, ich kann es nicht auf dem zweiten Foto erkennen. Aber das ist doch nur ein Haufen Schrott. Warum sollte das von Bedeutung sein? Ist das Roboter wirklich irrelevant? Apropos Roboter. Was glotzen Sie so? Wenn Sie mich noch länger anstarren, schicke ich Ihnen eine Rechnung. Heutzutage wird einem auch für alles Geld aus der Tasche gezogen. Euer Ehren, was dieses Roboterteil betrifft, meinen Sie nicht auch, dass es wie ein Roboterarm aussieht? Jetzt muss ich sagen, muss ich Ihnen tatsächlich recht geben. Dennoch ist der Koffer zu groß für ein Mondgestein und einem Roboterarm. War wirklich nur der eine Arm im Koffer? Wenn nicht der Diener im Koffer war, dann vielleicht... Ich denke, es gab noch einen anderen Roboter am Tatort, der so aussieht wie dieser hier. Euer Ehren, die Verteidigung behauptet, dass dieser Roboter im Koffer war. Was? Es kann nicht eindeutig gesagt werden, ob dieses Stück tatsächlich zu einem Roboter gehört. Ja, in der Tat sieht es einem Arm ähnlich. Doch es könnte auch etwas völlig anderes sein. Außerdem ist das Stück komplett einbandagiert. Man kann es nur schwer identifizieren. Ich kann jedoch mit absoluter Sicherheit sagen, dass es sich um einen Roboterarm handelt. Und anhand dieser Optik kann ich es Ihnen sogar sagen, zu welchem Roboter er gehört. Dann können wir feststellen, ob er zum Zeitpunkt am Tatort war oder nicht. Herr Wright, ich dachte, Sie sind kein Technikfreak. Seit wann sind Sie denn ein Experte auf diesem Gebiet? Ich fühle mich im Stich gelassen. Keine Sorge, Euer Ehren. Ich verstehe immer noch nur Bahnhof, wenn es um Maschinen geht. Aber dieses Beweisstück belegt zweifellos, zu welchem Roboter der Arm gehört. Hier das. Der Name des Roboters auf diesem Bild ist Ponky. Sehen Sie sich bitte Ponkys Arm an. Frau Sykes hat ihn mit den Bandagen verbunden.
Die dachte vermutlich, dass Maschinen auf dieselbe Art wie Menschen geheilt werden können. Welch reizender und kindlicher Irrtum. Das erinnert mich an meine Enkelin. Der Roboterarm am Tatort wurde mit denselben Bandagen eingewickelt. Mit anderen Worten? Dieser Roboterarm gehört zu niemand anderem als Punky. Ruhe im Gerichtssaal! Ruhe, sage ich! Staatsanwalt Edgeworth, was haben Sie dazu zu sagen? Der Roboter ist in der Tat ungefähr so groß wie ein Kind. Aber er kann sich nicht kleiner machen, indem er seine Knie zusammenzieht und sich zusammenrollt. Selbst im größten Rollkoffer hätte er keinen Platz gehabt. Der Koffer reicht, Staatsanwalt Blackwell, nur bis ungefähr zur Hüfte. Sie haben recht, der Roboter ist um einiges größer. Das kann man nicht leugnen. Hat Staatsanwalt Blackwell versucht, Punky in den Koffer zu bekommen, indem er sie auseinandernahm? Natürlich hätte Punky hineingepasst. Staatsanwalt Blackwell hätte sie nur auseinandernehmen müssen. Wenn der Roboter in seine Einzelteile zerlegt wurde, hätte er locker in den Rollkoffer gepasst. Sieht nach einem Gerät aus, mit dem Roboter zusammengebaut werden können. Blitzartige Demontage! Drücke den Demontieren-Knopf. Ziemlich verlockend, muss ich sagen. Darf ich draufdrücken, Herr Nick? Das klingt äußerst barbarisch. Aber Herr Wright hat nicht Unrecht. Nur, wenn man übersieht, dass am Tisch, wo Roboter montiert und zerlegt werden, eine Leiche lag. Es gab keinen Platz, um den Roboter dort zu zerlegen. Aber was, wenn er nicht am Tisch, sondern mit dem Katana zerlegt wurde? Sie meinen das Schwert? Ja, euer Ehren. Frau Blackwell, dürfte ich Sie um Ihre Meinung als Wissenschaftlerin bitten? Es ist doch möglich, mit dem Katana einen Roboter zu zerlegen, oder? Ja, es ist möglich. Die Gelenke sind wie aus weichem Material gefertigt. Ein Schwert könnte sie ohne Probleme durchtrennen. Danke für Ihre professionelle Einschätzung, Frau Blackwell. Dank Ihnen wissen wir jetzt, dass dieser abgetrennte Arm ein Beweis ist, dass Punky zerlegt worden ist. Und da der Rest von Punky nicht am Tatort gefunden wurde, kann angenommen werden, dass die Bedeutung des Fotos eine andere als die zuerst angenommene ist. Sie wollen doch nicht damit sagen... Doch genau das will ich damit sagen. Dieses Foto zeigt nicht den Moment des Verbrechens. Tatsächlich ist es eine Aufnahme, nachdem der Roboter auseinandergenommen wurde. Das Blut auf dem abgetrennten Arm stammt von dem blutigen Katana. Der Rest von Punky liegt vermutlich um Staatsanwalt Blackwells Füße verstreut. Nein, das glaube ich nicht! Das bedeutet, dass im Koffer nicht die Angeklagte, sondern der Roboter transportiert wurde. Frau Sykes hat sich zum Zeitpunkt des Mordes nicht am Tatort aufgehalten. Ah! Mein Kopf! Mein Kopf! Mein Körper! Wo bin ich? Ah! Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Ja, stimmt, dass Punky nach dem Mord in Einzelteile zerlegt gefunden wurde. Und ich gebe zu, dass ich sie höchstpersönlich danach wieder zusammengebaut habe. Foto des Mordes in der Gerichtsakte aktualisiert. Sehr gut. Endlich bin ich auf dem richtigen Weg. Hoffentlich bin ich damit einen Schritt näher gekommen. Um zu beweisen, dass Athena und Blackwell unschuldig sind. Alle Achtung, Herr Wright. Sie haben Ihren Standpunkt klar und deutlich dargelegt. Ich sehe ein, dass es nicht die Angeklagte, sondern der Roboter war, der sich im Rollkoffer befand. Da ist doch was im Busch. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn er so kooperativ ist.
Die Anklage, ihre Behauptung, dass die Beschuldigte vom Tatort getragen wurde, zurück? Nein, euer Ehren. An meiner Behauptung hat sich nichts geändert. Aber Punky und Athena hätten doch niemals beide im Koffer Platz gehabt. Die Annahme, dass Frau Sykes mittels des Koffers weggebracht wurde, stammt von Frau Blackwell. Ich hingegen hatte von Anfang an eine andere These. Und jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, sie dem Gericht darzulegen. Dafür muss ich der Verteidigung meinen Dank aussprechen. Edgeworth, es war mir die ganze Zeit ein Schritt voraus. Nun, wenn es so ist, möchte ich erfahren, wie die Angeklagte den Tatort verlassen konnte. Gerne. Auf der Aufnahme ist Staatsanwalt Blackwell nur von hinten zu sehen. Noch dazu hält er seine Arme von seinem Körper so, als ob er etwas oder jemanden festhalten würde. Das nennen Sie doch hoffentlich nicht einen Beweis. Nein, doch ich habe den Wappenrock des Staatsanwalts Blackwell, den Staatsanwalt Blackwell getragen hat. Das Blut des Opfers wurde darauf gefunden und die Form des Flecks war höchst auffällig. Ein Blutfleck und eine auffällige Form. Bitte fahren Sie fort, Staatsanwalt Edgeworth. Vor 7 Jahren trug die Angeklagte stets einen ganz bestimmten Gegenstand an sich. Ein Gegenstand, den es nur einmal auf der Welt gibt. Speziell für sie angefertigte Kopfhörer. Sie hat immer diese großen und schwer aussehenden Kopfhörer getragen. Sie sagt, ihre Mutter hat jetzt Teil ihrer Forschungsarbeit für sie angefertigt. Untersuchungen bestätigen, dass der Blutfleck die exakt selbe Form wie diese Kopfhörer hat. Es war also kein gewöhnlicher Blutfleck. Das Blut des Opfers gelangte auf die Kopfhörer und hinterließ einen einzigartigen Abdruck auf Staatsanwalt Blackwoods Kleidung. Ein höchst grauenvoller Abdruck, möchte ich meinen. Blackwell hat die mit Blut beschmierte Frau Sykes vom Tatort getragen. Damit ist zweifelsfrei bewiesen, dass Athena Sykes am Tatort war. Hiermit schließe ich meine Beweisführung. Ja! Ruhe! Die Anwesenheit der Angeklagten am Tatort erhärtet den Verdacht gegen sie. Aber es wurde doch gezeigt, dass der Roboter ebenfalls am Ort des Verbrechens war. Sie wollen hoffentlich nicht behaupten, dass ein einfacher Roboter der wahre Mörder ist. Nein, das tue ich nicht, aber... Aber die Chance ist dennoch nicht null. Inspektor Fulbright, wurde der Roboter damals befragt? Nein, dazu habe ich keine Aufzeichnung. Vermutlich wurde er als nicht relevant angesehen. Wie wir jedoch sehen, ist der Roboter für diesen Fall von größter Relevanz. Euer Ehren, die Verteidigung möchte Punky in den Zeugenstand rufen. Ein Roboter als Zeugen? Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Staatsanwalt Edgeworth, was sagen Sie dazu? Herr Wright hat über die Jahre schon so einige Gestalten in den Zeugenstand gerufen. Warum also nicht auch ein Roboter? Bei ihm überrascht mich nichts mehr. Nun gut, ich erlaube es. Gerichtsdiener, rufen Sie den Roboter namens Punky herein. Zeugin, nennen Sie dem Gericht bitte deinen Namen und Beruf. Mein Name ist nicht Zeugin, ich heiße Punky. Dessen bin ich mir bewusst. Im Zeugenstand bist du jedoch die Zeugin. Nein, bin ich nicht. Ich bin Punky. Los, sprich mir nach. Punky. Was für eine unheimlich sture Haltung. Sture Haltung? Davon können Sie doch ein Lied singen. Da muss ich an mein Enkelkind denken, das gerade seinen Namen gelernt hat. Wie reizend. Nun gut, Punky. Ich werde dir ein paar Fragen stellen.
Fragen? Du hast Fragen an mich? Juhu! Was sind das denn für Fragen? Ich möchte wissen, ob du am Tatort des Mordes von Meteor Sykes warst. Der Vorfall ereignete sich vor 7 Jahren am 7. Oktober gegen 14 Uhr im Robotiklabor. Klar, kein Problem. Einen Moment bitte. Daten überprüfen. Suche abgeschlossen. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt im Robotiklabor. Sieht so aus, als wäre die Aussage des Roboters für diesen Fall doch von Bedeutung. Sehr gut. Ich wusste, dass Punky etwas Wichtiges beobachtet haben muss. Ein Mord. Begangen vor den Augen dieses armen kleinen Mädchens. Das ist unverzeihlich. Der Richter ist ja total im Opa-Modus. Nun, kleine Punky. Glaubst du, du bist in der Lage, heute eine Aussage zu machen? Zeugenaussage. Was ich gesehen habe. Für mein normales Aufladen ging ich gegen 14 Uhr in das Robotiklabor. Und als ich dabei war, mich aufzuladen, kam Athena herein und umarmte Mama Metis. Und ist Mama Metis hingefallen. Danach habe ich mich aufgeladen. Darum weiß ich nichts mehr. Nachdem ich aufgeladen war, habe ich den Raum geputzt. Und dann kam Herr Simon herein. Danach ist ein Fehler im System aufgetreten. Ich habe keine Daten über diesen Zeitpunkt hinaus. Nun, es gibt wohl keinen Zweifel mehr, dass die Angeklagte am Tatort war. Es sieht jedoch nicht danach aus, als hätte die Zeuge den Moment des Verbrechens beobachtet. Dem widerspreche ich. Die Aussage bezeugt sehr wohl, dass die Angeklagte den Mord begangen hat. Was? Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Zeugin eine Maschine ist. Als Roboter ist ihre Auffassungsgabe und ihre Fähigkeit, sich zu artikulieren, eingeschränkt. Oh, was wollen Sie damit schon sagen? Die Aussage der Zeugin bedarf einer gewissen Interpretation. Vor allem, was die Worte umarmt und das später folgende Wort hingefallen betreffen. Kein Erwachsener würde hinfallen, wenn er von einem Kind umarmt wird. Glauben Sie etwa? Ja, die Zeugin versucht uns damit zu sagen, dass die Angeklagte das Opfer mit dem Moment erstochen hat. Was? Haben sich Frau Sykes und Dr. Sykes miteinander unterhalten, bevor sie sich umarmt haben? Ja, sie haben sehr laut miteinander geredet, aber ich weiß nicht, was sie gesprochen haben. Athena ist normalerweise still, darum war ich ganz überrascht. Sie haben sehr laut miteinander geredet. Das bedeutet wohl, dass sie sich gestritten haben. Verstehe. Ein Wort nach einer hitzigen Diskussion. Dann ist das Opfer hingefallen. Ich muss zugeben, dass in meinen Ohren das wie eine vernünftige Interpretation klingt. Wie es aussieht, kann sich Punky jedoch an nichts erinnern, was danach passiert ist. Wenn ich mich auflade, schalte ich automatisch auf den Schlafmodus um. Aber ich kann mich an alles davor erinnern. Ich habe ein gutes Erinnerungsvermögen. Gib dich doch einfach geschlagen, Wright. Ein Kreuzverhör ist reine Zeitverschwendung. Machst du Witze? Ein Kreuzverhör ist nie Zeitverschwendung. Dieses Mal schon. Überleg doch. Ein Roboter lügt nicht. Dieser Roboter ist sowohl ein wichtiger Zeuge als auch ein aussagekräftiges Beweismaterial. Nichtsdestotrotz werde ich mir mein Kreuzverhör nicht nehmen lassen. Du hast dich anscheinend nicht verändert. Lebenszeit vergeuden konntest du schon immer gut. Nun gut. Alright, auch wenn es vergeben sein mag, dürfen Sie fortfahren. Ich werde allen hier zeigen, dass ein Kreuzverhör alles andere als Zeitverschwendung ist. Ich habe eine gute Idee. Ja? Ja, Moment. Gerade diese Aussage, worauf Edgeworth auch verwiesen hat. Aber ich kann nur nachhaken. Dann ist Mama Metis hingefallen. Dann
Danach habe ich mich aufgeladen. Darum weiß ich nichts mehr. Moment mal! Eigentlich will ich nicht so sehr in die Details gehen, aber... Wie hat das Opfer in dem Moment ausgesehen und wie hat es sich verhalten? Mama Metis wirkte überrascht, als sie umarmt wurde. Ich hörte ihr Herz schlagen. Ihr Herz? All right. Haben Sie bereits das Schriftstück vergessen, das ich im Robotiklabor gefunden wurde? Die Roboter sind mit einem Herzschlagerkennungssystem ausgestattet. Stimmt. Irgendwas in die Richtung habe ich gelesen. Ja. Anhand des Herztons können die Roboter die Präsenz von Menschen detektieren. Eine Sekunde. Heißt das... Wenn Dr. Sykes wirklich in dem Moment gestorben ist... Punky, wie war der Zustand von Dr. Sykes, nachdem sie hingefallen ist? Konntest du ihren Herzton noch immer wahrnehmen? Aha. In dem Moment, in dem sie hingefallen ist, hat ihr Herz doch geschlagen. Was danach passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe mich schon aufgeladen. Klar. Wie könnte es auch anders sein? Hättest du damit angehört, was passiert ist? Hätten wir vermutlich beweisen können, dass die Umarmung nicht der Zeitpunkt des Mordes war. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Es tut mir sehr leid. Der Roboter ist so konstruiert, dass er beim Aufladen in den Schlafmodus wechselt. Ein Pech. Aber als das Opfer erstochen wurde, konnte ein erhöhter Herzschlag gemessen werden. Nachdem Mama Metis Herz vor Überraschung wild zu schlagen begonnen hatte, fiel sie beim Fenster hin. Beim runden Fenster auf der Seite, wo die Werkbank steht. Eine Werkbank? Punky meint wahrscheinlich damit den Tisch rechts, wo der riesige Roboter jetzt steht. War irgendwas Wichtiges dabei? Ich glaube schon. Euer Ehren, das ist eine wichtige Anmerkung. Ich möchte, dass sie in die Aussage aufgenommen wird. Wie Sie wünschen. Punky, könntest du diese Anmerkung bitte deiner Aussage hinzufügen? Braves Mädchen. Mama Metis ist in die Nähe des runden Fensters auf der Seite der Werkbank hingefallen. Moment. Bin ein bisschen verwirrt. Aber hier liegt sie ja, ne? Denn warum wurde sie dorthin gebracht? Wurde sie bewegt? Punky, ich glaube, du hast mir mit deiner Aussage zu einem Durchbruch verholfen. Ich könnte weiterhelfen, ja! Juhu, das freut mich! Um ganz sicher zu gehen, möchte ich es noch einmal mit dir durchgehen, okay? Das Opfer fiel in der Nähe des Fensters bei der Werkbank hin. Allerdings wurde... die Leiche auf dem Operationstisch gefunden. Oh, aber der Operationstisch und die Werkbank sind doch zwei unterschiedliche Orte. Korrekt, euer Ehren. Das ist eine äußerst wichtige Information. Was könnten die zwei verschiedenen Orte der Leiche erklären? Ich sag es Ihnen. Die Angeklagte hat die Leiche bewegt. Nee, das Opfer hat sich bewegt, oder? Ja. Ein 11-jähriges Mädchen wäre nicht in der Lage gewesen, die Leiche eines Erwachsenen wegzutragen. Das heißt, es gibt nur eine Erklärung. Das Opfer selbst ist zum Operationstisch gegangen. Mit anderen Worten, das, was Punky bei der Werkbank gesehen hat, kann nicht der Moment des Verbrechens gewesen sein. Puh, welche Erleichterung, das zu hören. Es freut mich, dass der Mord nicht vor den Augen der kleinen Punky passiert ist. Ja, wie gerade in der Aussage gehört, hat Frau Sykes ihre Mutter nur umarmt. Right. Selbst 8 Jahre später bist du noch ein grüner Junge. Wie kommen Sie auf grün? Ich habe Herrn Wright bisher ausschließlich in einem blauen Anzug gesehen. Blau ist halt meine Lieblingsfarbe. Aber warte, was heißt hier Junge?
Wenn die Angeklagte nicht die Leiche bewegen konnte, bat sie vielleicht jemand anderen darum. Jemand anderen? Aber Frau Sykes und Dr. Sykes waren doch die einzigen im Raum. Richtig. Da der Roboter mit einem Herzschlagerkennungssystem ausgestattet ist, hätte er die Anwesenheit einer weiteren Person wahrnehmen müssen. Daher können wir ausschließen, dass nur die Angeklagte und das Opfer anwesend waren. Und wer hat Ihrer Meinung nach der Leiche... Wer hat Ihrer Meinung nach denn die Leiche bewegt? Ihnen ist bestimmt bekannt, dass es in der Natur eines Roboters liegt, Menschen zu helfen. Frau Punky, erlauben Sie mir eine Frage zu stellen. Mein Name ist Punky! Los, sprich mir nach! Punky! Wenn ich mich nicht irre, sagtest du, dass du geputzt hast, nachdem Dr. Sykes hingefallen ist. Kann es sein, dass du dabei etwas Großes zum Operationstisch getragen hast? Ja, das habe ich. Athena hat mich darum gebeten. Athena hat dich darum gebeten? Und was hast du getragen, kleine Punky? Weiß ich nicht. Ohne ID-Tag kann ich das nicht sagen. Ein ID-Tag, sagst du? Ja, das ist ein Tag mit einem Strichcode. Wir Roboter scannen sie zur Identifizierung. Auf dem Schriftstück im Labor hat auch so etwas gestanden. Erkennt Personen durch das Scannen des Raumanzugs oder des ID-Tags auf der Uniformjacke. Wie es aussieht, konnte Frau Punky nicht identifizieren, was sie getragen hat. Mein Name ist Punky! Aber dank unserer menschlichen Vorstellungskraft wissen wir natürlich, worum es sich gehandelt hat. Tatsächlich! Nun gut, zumindest ich weiß es. Frau Punky hat auf Anweisung der Angeklagten die Leiche zum Operationstisch getragen. Ah! Punky, hast du wirklich die Leiche von Dr. Sykes bewegt? Das ist wirklich wichtig. Gibt es keine Möglichkeit, wie man das herausfinden kann? Nein! Ohne ID-Tag ist eine Identifizierung nicht möglich. Gib endlich auf, Wright. Ohne Herzschlag ist das Erkennungssystem des Roboters nutzlos. Außerdem hat Dr. Sykes während ihrer Arbeit meistens den weißen Mantel getragen. Die Jacke mit dem ID-Tag hing die meiste Zeit über ihrem Sessel im Robotiklabor. Sie trug sie nur zu besonderen Anlässen. Mit anderen Worten, das Opfer hatte in jenem Moment kein ID-Tag bei sich. Aus Sicht des Roboters war die Leiche nichts mehr als ein herkömmlicher Gegenstand. Aber Punky ist mit einem Gesichtserkennungssystem ausgestattet? Wenn sie tatsächlich die Leiche bewegt hätte, hätte sie Dr. Sykes erkennen müssen. Aber das hat sie nicht. Was bedeutet... Ein Gesicht kann mit Leichtigkeit abgedeckt werden. Mit einem Tuch oder einer Maske zum Beispiel. Dadurch wäre der Roboter nicht mehr in der Lage gewesen, die Leiche als Dr. Sykes zu identifizieren. Er hat recht. Fassen wir zusammen. Frau Sykes erstach ihre Mutter nahe der Werkbank mit dem Roboter. Brachte sie die Leiche zum Tisch, wo sie das Messer entfernte und sich mit Blut bespritzte. Ruhe! Wenn es so war, dann habe ich hier doch eine Frage an Sie. Aus welchem Grund hat die Angeklagte die Leiche zum Operationstisch getragen? Sie wollen den Grund wissen? Meinetwegen. Was? Sie haben eine Erklärung dafür? Ihre Gefühle hindern Sie, die Wahrheit zu sehen. Sie könnten einiges von dem Roboter lernen. Gelassenheit und Vernunft werden Ihnen die Augen für die Wahrheit öffnen, Herr Wright. Erinnern Sie sich noch an die Fehlfunktion des Operationstisches? An die Funktion? Ich denke, dass damit Roboter montiert und zerlegt werden können. Ist das korrekt? Das ist korrekt.
Und für die Angeklagte, die damals noch ein kleines Kind war, war der Tisch wie eine magische Kiste, aus der Roboter erscheinen und verschwanden. Aber im Endeffekt hat meine Mama sie auf den Operationstisch gelegt und sie in Windeseile repariert. Ich war total begeistert von dem, was meine Mama gemacht hat. Ich habe sie sogar gefragt, ob sie mich auch am Tisch reparieren würde, wenn ich mich mal verletze. Ihre Arbeit war für mich irgendwie magisch. Sie wollen doch nicht behaupten. Das junge und vereinsamte Mädchen hatte Schwierigkeiten, Menschen und Roboter zu unterscheiden. Sehen Sie sich bitte Ponkys Arm an. Frau Sykes hat ihn mit den Bandagen verbunden. Sie dachte vermutlich, dass Maschinen auf dieselbe Art wie Menschen geheilt werden konnten. Welch reizender und kindlicher Irrtum. Das erinnert mich an mein Enkelkind. Niemals! Ich weigere mich, das zu glauben! Frau Sykes hat einen kindlichen, naiven und grausamen Fehler begangen. Sie dachte, wenn Roboter zerlegt und spurlos verschwinden könnten. Staatsanwalt Edgeworth! Falls Sie vorhaben, die Behauptung aufzustellen, die ich befürchte, verlange ich, dass Sie Ihre Worte mit größtem Bedacht wählen. Mit Verlaub, Euer Ehren. Ich kann nur die Wahrheit darlegen, wie sie sich uns zeigt. Der Grund, warum die Angeklagte die Leiche des Opfers zum Operationstisch gebracht hat... Nicht! Kein Wort mehr! Sagen Sie nichts mehr! War, weil sie den Beweis zerlegen wollte und nicht des Verbrechens überführt zu werden. Das ist nicht wahr! Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Ruhe, sage ich! Edgeworth, Sie waren nur ein kleines Kind. Wie kannst du so etwas Grauenvolles behaupten? Grauenvoll? Ha. Wie gesagt, Sie sind immer noch ein grüner Junge. Meine Arbeit als Staatsanwalt ist es, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Daran halte ich mich. Meine Theorie ist nur das Ergebnis rationaler Abwägung von sämtlichen Möglichkeiten. Aber man kann am Tisch nicht nur Dinge zerlegen. Es können auch Reparaturen durchgeführt werden. Es ist durchaus möglich, dass Frau Sykes ihre Mutter zum Tisch gebracht hat, um sie zu reparieren. Diese Interpretation ist in der Tat auch möglich. Aber ob zerlegen oder reparieren, das Ergebnis bleibt dasselbe. Was meinen Sie damit? Vielleicht ist Frau Sykes wieder zur Vernunft gekommen, nachdem sie ihre Mutter ermordet hatte. Vielleicht wollte sie es in der Tat ungeschehen machen. Und versuchte deshalb, ihre Mutter zu reparieren. Diese Möglichkeit besteht in der Tat. Aber... Doch die Fakten können nicht ignoriert werden. Das Opfer wurde dabei beobachtet, wie es hinfiel, nachdem es von der Angeklagten umarmt wurde. Und die Leiche wurde auf ihren Befehl hin bewegt. Diese zwei Fakten, Fakten, die auf die Schuld der Angeklagten hinweisen, bleiben unverändert. Das glaube ich nicht. Alright. Haben Sie einen Beweis, um die Behauptung der Staatsanwaltschaft zu widerlegen? Ein Beweis? Ja, stimmt. Mal sehen. Mir fällt nichts ein. Ich befürchte, dass ich keinen Beweis habe. Seitdem ich Generalstaatsanwalt bin, musste ich erkennen, dass die Wahrheit nicht immer schön ist. Jetzt müssen Sie der Wahrheit ins Auge sehen, Herr Wright. Ihre Untergebene hat Ihre Mutter ermordet. Euer Ehren, die Anklage besteht auf ein Urteil. Die Geiseln haben lang genug durchgehalten. Welch unglaublich tragisches Ende. Wenn die Verteidigung kein Gegenargument hat, sehe ich keinen Grund, den Prozess noch weiter fortzuführen. Das ist ein schlagendes Argument. Aber... Ich glaube nicht, dass Athena jemals so etwas tun würde. Das glaube ich einfach nicht. Was soll ich nur tun?
Ich muss doch irgendetwas tun können. Verdammt! Staatsanwalt Blackwell! Ein grandioses Kabarett, muss ich zugeben. Ich könnte mich totlachen. Staatsanwalt Blackwell, wovon sprechen Sie? Ich spreche davon, dass Ihr Argument auf einer völlig absurden Prämisse fußt. Oh, okay, reden Sie weiter! Ist das die ersehnte Rettung? Aber was will er damit erreichen? 7 Jahre. 7 Jahre lang verfolgt mich bereits dieser Fall. Nicht eine Sekunde vergeht ohne einen Gedanken daran. Meine Mentorin starb durch meine Hand. Diese Tatsache ist unanfechtbar. Euer Haarsperrlichkeit, ich werde eine Aussage machen und ich dulde keine Widerrede. Natürlich, Staatsanwalt Blackwell, bitte. Zeugenaussage. Vor 7 Jahren. Ich suchte das Weltraumcenter Kosmos mit der Absicht auf, Dr. Sykes zu töten. Aber als ich im Robotiklabor ankam, fand ich dort stattdessen Athena vor. Ich ließ mich davon jedoch nicht beirren und wartete auf Dr. Sykes Rückkehr. Dann vollführte ich meine Tat. Ach, welche Erlösung das war. Aber die kleine Punky hat beobachtet, wie das Opfer hingefallen ist. Mit anderen Worten. Davon will ich nichts hören, alter Narr. Ich habe eine gute Vorstellung von dem, was passiert ist. Und das wäre? Sie ist hingefallen bedeutet, sie ist hingefallen. Nicht mehr und nicht weniger. Die Mutter hat mit ihrem Kind herumgealbert und vermutlich ist sie dabei gestolpert. Doch was spielt das schon für eine Rolle? Als ich das Labor betrat, war Dr. Sykes nicht anwesend. Es gab auch keine Spur von einer Leiche. Die auch. Sie hatte den Raum offensichtlich verlassen. Der Mord geschah also zu einem späteren Zeitpunkt als in Punkys Aussage beschrieben. Wir sollten den Worten eines aufziehbaren Blechhaufens nicht einfach glauben. Wie erklären Sie dann die Tatsache, dass der Roboter etwas für die Angeklagte transportiert hat? Es war Athenas großes Vergnügen, am Operationstisch mit dem Roboter zu spielen. Und sie hat stets Punky darum gebeten, schwere Gegenstände für sie zu tragen. So auch an diesem Tag. Punky hat für Athena bloß einen schweren Roboter getragen. Ach du dickes Ei. Was er sagt, ergibt zwar Sinn, aber... Staatsanwalt Blackwell, verschließen Sie immer noch Ihre Augen vor der Wahrheit? Begreifen Sie denn nicht, dass wir dem dunklen Zeitalter der Justiz ein Ende bereiten könnten? Sie haben zu große Erwartungen an mich. Ich bin nur ein Mörder, jenseits jeglicher Rettung. Lassen Sie mich doch endlich meinen Frieden, damit ich in der Hölle zur Ruhe kommen kann. Die Hinrichtung von Blackwell ist bereits morgen. Wenn wir die Wahrheit nicht hier und jetzt ins Licht bringen, dann war's das. Behaupten Sie etwa, dass das kleine Mädchen und der Roboter nichts mit dem Mord zu tun hatten? Korrekt. Und jetzt verkünden Sie endlich Ihr Urteil. Wenn Sie weiter so herumtrödeln, verpasse ich noch meine Fähre über den Styx. Ich warne Sie, Herr Richter. Denken Sie daran, dass ich Ihre Geiseln hier habe. Und du, Simon, wie lange willst du noch diese Göre schützen? Frau Blackwell. Gib mir, Aura. Es war nicht meine Absicht, dich in eine solch missliche Lage zu bringen. Allerdings hast du dem Prozess zugestimmt. Wenn du ein Gegenargument hast, dann bring es gerne vor. Das sind die Regeln des Gerichts. Habe ich nicht recht, Generalstaatsanwalt? Blackwell, Sie egozentrischer! Es bereitet mir keine Freude, doch es ist meine Pflicht, ein Urteil zu fällen.
Wenn es kein Gegenargument gibt, werde ich nun mein Urteil verkünden. Passiert das gerade wirklich? Endet alles wieder wie vor 7 Jahren? Es ist so frustrierend. Selbst jetzt will ich am liebsten losstürmen und ihn retten. Verdammt! Ich kann es ihr nicht sagen. Aber ich will Athena auch nicht belügen. Wenn ich in diesem Prozess nicht beweisen kann, dass Staatsanwalt Blackwell unschuldig ist, wird mir das Athena wohl nie verzeihen. Nein, das darf ich nicht zulassen. Aber ich habe keine Beweise, um Blackwells Aussage etwas entgegenzusetzen. Athena, was tust du? Wie fühlst du dich? Ich kann sie hören. Ich kann die Stimme seines Herzens hören. Er verheimlicht etwas. Wenn das stimmt, dann könnte ich Athenas Hilfe wirklich gut gebrauchen. Mit ihrer Kraft könnten wir das Ruder noch einmal rumreißen. Zeig's, Dono. Halten Sie sich raus und akzeptieren Sie, dass Sie unschuldig sind. Die letzten 7 Jahre waren auch für mich nicht leicht. Wie bitte? Erinnern Sie sich an diesen furchtbaren Prozess. Bitte, Sie müssen mir zuhören. Er hat sie nicht umgebracht. Sein Herz schreit, dass er es nicht war. Auch heute noch muss ich daran denken. Jedes Mal, wenn ich in einem Gerichtssaal bin. Dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Nicht gehört zu werden. Egal, was man auch tut. Den Blicken der Leute ausgesetzt und voller Furcht, als würde das Herz zusammengeschnürt. Gerichtssäle machen mir Angst. Sogar jetzt würde ich am liebsten davonlaufen. Und trotzdem hast du dich nicht unterkriegen lassen und bist Anwältin geworden. Danke. Das liegt daran, weil ich eines Tages begriffen habe, dass ich kämpfen muss. Ich habe hart trainiert und viel gelernt. Ich wollte zur stärksten Strafverteidigerin werden. Endlich ist der Tag gekommen. Der Tag, an dem ich mit ganzem Herzen herbeigesehnt habe. Nur dafür bin ich Anwältin geworden. Das ist der Grund, warum ich Psychologie studiert habe. Ich habe das alles gemacht, um dich von diesen falschen Anschuldigungen zu befreien. Aber Frau Sykes, ist Ihnen bewusst, was Sie hier tun? Sie sind die Beschuldigte, wenn Sie beweisen, dass Staatsanwalt Blackwell unschuldig ist. Das Einzige, was zählt, ist die Wahrheit. Es ist meine Pflicht, sie aufzudecken. Simon, bitte gib mir diese Chance. Die Chance, meine Angst der letzten 7 Jahre zu besiegen und mich der Wahrheit zu stellen. Athena ist wirklich tapfer, wie sie sich ihrer Vergangenheit stellt. Es könnte die letzte Chance sein, um beide zu retten. Staatsanwalt Blackwell, bitte sagen Sie uns noch einmal, was vor 7 Jahren passiert ist. Gut. Doch Ihre Mühen werden vergebens sein. Ich werde nicht so leicht in die Knie gehen. Mach dich bereit, Simon. Lass mich die Stimme deines Herzens hören. Ich suchte das Weltraumcenter Kosmos mit der Absicht, auf Dr. Sykes zu töten. Aber als ich im Robotiklabor ankam, fand ich dort stattdessen Athena vor. Er ist happy,
Ich ließ mich davon jedoch nicht beirren und wartete auf Dr. Sykes Rückkehr. Dann vollführte ich meine Tat. Ach, welche Erlösung das war. Ja, dieses, Warum bist du so glücklich hierüber, sie nicht gefunden zu haben erstmal? Dieses Gefühl von Freude. Obwohl die gesuchte Person nicht anwesend war, waren sie erfreut. Warum? Das ist einfach. Als ich Athena suchte und sie nicht fand, machte ich mir Sorgen. Als ich sie später jedoch im Robotiklabor fand, war ich erleichtert. Das ist alles. Gerade eben sagten sie noch, dass sie zum Weltraumcenter gegangen sind, um Dr. Sykes zu töten. Aber das Erste, was sie gemacht haben, war, ihre Tochter zu suchen. Athena sollte nicht mit hineingezogen werden. Darum wollte ich sie in Sicherheit bringen. Es gehörte zu meinem Plan. Ich kann darin keinen Widerspruch erkennen. Sobald ich eine Ungereimtheit finde, schlägt er sie kurzerhand nieder. Simon ist mit den Prinzipien der analytischen Psychologie vertraut. Das Rauschen hat abgenommen. Aber ich sehe keine Fluktuation, wo wir ansetzen könnten. Das habe ich befürchtet. Dann müssen wir uns eben Stück für Stück vorarbeiten. Könntest du seine Aussage bitte aktualisieren, Athena? Aber na klar, Chef. Ich suchte das Weltraumcenter Kosmos mit Absicht auf, ja? Aktualisiert? Oh, cute. Als ich im Robotiklabor ankam, fand ich dort stattdessen Athena. Immer noch happy? Und jetzt? Jetzt ist er traurig hier, ha? Huh? Okay. Nicht einmal Sie könnten Ihre eigenen Gefühle täuschen, Staatsanwalt Blackwell. Wie bitte? Als Sie sagten, dass Sie Dr. Sykes getötet haben, empfanden Sie Traurigkeit. Warum sollte jemand mit der Absicht zu töten Traurigkeit verspüren? Sie sind so berechnend. Ja, ich war traurig, aber nicht ihretwegen. Ich empfand für Athena und ihre Situation Mitleid. Ich spiel doch nicht darauf an, oder? Ich war für sie nur ein gelegenes Versuchsobjekt für ihre Forschung. Dr. Sykes war besessen von ihrer Forschung und zwang ihre Tochter, Experimente zu unterlaufen. Meine Absicht war es, Athena vor dieser verrückten Wissenschaftlerin zu retten. Sie sah in ihrer eigenen Tochter nichts anderes als ein Versuchsobjekt. Was? Zuerst ging ich in das Psychologielabor. Athena spielte dort wie für gewöhnlich. Doch an diesem Tag war es anders. Ich hörte jemanden im Robotiklabor nebenan weinen. Wird Athena schon wieder als Versuchsobjekt missbraucht? Fragte ich mich und ging sie suchen. Athena hatte sich bereits in den Schlaf geweint. Darum musste ich nur abwarten und zuschlagen. Deshalb war er erleichtert, als er Athena sah. Aber ist das auch alles wahr? Ich kann es nicht sagen. Herr Wright? Wie geht es dir, Athena? Hältst du durch? Ich bin stärker, als man mir ansieht, Chef. Schauen Sie sich das an. Das Rauschen hat zugenommen. Oh. Es hat zugenommen. Das sehe ich zum ersten Mal. In seiner Aussage verbirgt sich immer noch eine Lüge. Genau genommen, überdeckt er eine Lüge mit einer anderen, um seine Behauptung glaubhafter wirken zu lassen. Er versucht noch stärker als zuvor, seine Gefühle zu unterdrücken. Darum wird das Rauschen stärker. Wie soll ich jetzt am besten vorgehen? Entweder ich lege einen Beweis vor, der einen Widerspruch in seiner Aussage aufzeigt. Oder ich halte mich nach widersprüchlichen Emotionen Ausschau. Sie werden keinen Widerspruch finden. Und der alte Herr wartet auf seinen Hammer zu schlagen. Sie kämpfen einen verlorenen Kampf.
Geben Sie auf und lassen Sie das Gesetz über mich richten. Auf keinen Fall! So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Beweise oder Emotion? Worauf soll ich mich zuerst stürzen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir könnten... Mir fallen keine Beweise gerade spontan ein, also... Sag ich seine Gefühle, vor allem wenn es wieder zugenommen hat. Okay, lass uns nach widersprüchlichen Emotionen suchen. Alles klar, Chef. Falls Sie doch nach Widersprüchen in der Aussage suchen wollen, sagen Sie es mir einfach. Ich kann problemlos wieder zurückwechseln. Okay. Ich konnte einen Wein von nebenan hören. Natürlich war ich besorgt. Ich rannte hinüber und öffnete die Tür zum Robotiklabor. War er nicht vorhin glücklich darüber und jetzt ist er überrascht? Tja, du kannst zwar lügen, Blackwell, aber deine Emotionen? Ja, nicht so sehr, ha? Seltsam. Warum waren sie überrascht, als sie die Tür zum Labor öffneten? Wenn es sein muss, dann erkläre ich es ihnen. Ich war überrascht wegen Ponky. Dieser Blechhaufen hat mich angegriffen. Dr. Sykes wusste über meinen Plan, Athena zu retten, Bescheid. Aber sie konnte nicht 24 Stunden am Tag Wache halten. Darum hat Dr. Sykes Ponky beauftragt, Wache zu halten? Korrekt. Sie hat Ponky befohlen, mich unter allen Umständen vom Gelände zu entfernen. Deshalb habe ich Ponky mit meinen Katana niedergestreckt. Dieses Klappergestell war meiner feinen Klinge nicht würdig. Ja, right. Das ist schon wieder. Das Rauschen ist noch stärker als zuvor. Oh, fuck. Es ist bei 100%. Was passiert hier? Jedes Mal, wenn wir etwas finden, versucht er es mit Lügen zu überdecken. So werden wir das Rauschen nie los. Wie kann ein einzelner Mensch nur so viele zusammenhängende Lügen erzählen? Sein Wille und Geist sind wirklich scharf und stark wie ein Katana. Also dann, worauf soll ich mich zuerst stützen? Naja, dann seine Aussage, I guess, huh? Ich glaube, ich habe eine Ungereimtheit in Staatsanwalt Blackwoods Aussage gefunden. Alles klar, dann schauen wir uns das mal genauer an. Mit einem gewissen Unbehagen habe ich die Tür zum Robotiklabor geöffnet. In dem Moment... Ich muss was präsentieren, okay. Griff mich Ponky an. Ich rächte mich, indem ich sie in 1000 Stücke zerkleinert habe. War aber nicht bewiesen, dass die Klinge blutig sein müsste. Moment. Moment. Ja, hier. Lügen mit noch mehr Lügen zu kaschieren, ist nie die Lösung, Staatsanwalt Blackwell. Bitte sehen Sie sich das Foto an. Das ist doch ein Foto von dem angeblichen Moment des Verbrechens. Habe ich recht? Wie oft wollen Sie mir noch meine Sünden vorhalten? Die Ironie ist hier, dass das Foto Ihre letzte Rettung sein könnte. Sehen Sie den Blutfleck auf Ponkys Arm, dort wo er mit dem Katana abgetrennt wurde? Ich hoffe doch, Sie behaupten nicht, dass es das Blut des Roboters ist, Herr Wright. Nein, das Blut gelangte mit großer Wahrscheinlichkeit vom Katana auf den Roboterarm. Auf dem Katana klebte Blut? Ist das etwa das Blutstampf vom Opfer? Ja, und das würde bedeuten, dass wir auf eine Ungereimtheit gestoßen sind. Laut Ihrer Aussage haben Sie Ponky in Stücke geschnitten und erst dann Dr. Sykes getötet. Und dennoch befindet sich auf diesem Foto das Blut des Opfers bereits auf Ponkys Arm. Was? Aber das ist doch gar nicht möglich. Genau. Damit das Blut vom Schwert auf Ponkys Arm gelangen konnte, musste das Opfer bereits erstochen worden sein, bevor der Roboter zerstückelt wurde. Mit anderen Worten... Staatsanwalt Blackwell!
Ihre gesamte Zeugenaussage ist nichts als ein riesiger Haufen Lügen. Ja! Sagen Sie uns die Wahrheit, Staatsanwalt Blackwell, und zwar jetzt! Sie haben keine Ahnung, was Sie damit anrichten. Seine Stimme! Die Dissonanz ist enorm! Ich höre nicht nur ein oder zwei! Nein, ich höre eine ganze Flut an tobenden Emotionen! Es ist schwierig, es zu beschreiben. Es ist wie ein gewaltiger Strudel. Phoenix Wright! Dafür werden Sie büßen! Noch nie wurde ich gezwungen, so viel preiszugeben! Doch den Rest nehme ich mit ins Grab! Staatsanwalt Blackwell, Sie stehen im Zeugenstand. Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Das ist ebenfalls eine Vorschrift des Gerichts. Oder sehen Sie das anders? Diese ganzen komplexen Emotionen! Sie scheinen alle einen Ursprung zu haben! Ich glaube, dass das, was er wirklich an diesem Tag gesehen hat, die Ursache für diese Gefühle ist. Ich folgte dem Klang der weinenden Stimme und öffnete die Tür zum Labor und dann... Das hier? Sah ich es. Den grauenvollen Schauplatz. Oh shit. Was war los? Als sie die Tür geöffnet und Athena gesehen haben, wurden sie von ihren Emotionen überwältigt. Habe ich nicht recht, Herr Staatsanwalt? Wenn Sie das glauben wollen. Jedoch muss ich zugeben, dass es mich graut, darüber zu sprechen. Ich schmach. Staatsanwalt Blackwell! Frau Sykes ist unschuldig. Daran glaube ich ganz fest. Können Sie nicht den Mut aufbringen und mir vertrauen? Athena ist also unschuldig. Glauben Sie tatsächlich, dass das die Wahrheit ist? Right, Dono? Ja, das tue ich. Bitte sagen Sie mir, was Sie wirklich gesehen haben, als Sie die Tür öffneten. Lassen Sie es mich nicht bereuen, Phoenix Wright. Es war eine Tragödie, die ich nie vergessen werde. Als ich im Labor ankam, war Dr. Seitz bereits tot. Sie lag auf dem Operationstisch und das blutverschmierte Katana am Boden. Und in der Mitte davon stand eine im Blut getränkte Athena. Sie lächelte und starrte in die Ferne, als sie mit liebevoller Stimme sagte: Irgendwas stimmt mit Mama nicht. Ich muss sie reparieren. Das habe ich gesehen. Jetzt haben sie ihre Wahrheit, von der sie so besessen sind. Nein. Endlich sagt er uns die Wahrheit. Und dann das? Das ist entsetzlich. Ich habe versucht, meine Mutter zu zerlegen. Ich. Nein! Also war es wirklich ich? Ich habe
Meine Mutter getötet. Athena! Ich hatte es dir doch gesagt, Wright. Die Wahrheit ist nicht immer schön. Mord gefolgt vom Zerlegen am Tisch. Eine Forscherin, die ihre Tochter für ihre Zwecke missbrauchte. Wie es aussieht, hatte ich leider mit meiner Theorie recht. Ja, es ist wahr. Athena verabscheute die Forschung ihrer Mutter, aber... Ich lasse es nicht zu, dass sie meiner Mentorin solch eine Grausetat unterstellen. Dr. Zeit war mit Menschen ungeschickt. Aber sie liebt ihre Tochter vom ganzen Herzen. Sie hat mich geliebt. Deine Mutter schmerzt es, dich leiden zu sehen, weil du die Stimmen der Herzen anderer hören konntest. Sie wollte dich von dieser Pein befreien. Darum stürzte sie sich in ihre Forschung. Kannst du dich noch an die Kopfhörer erinnern, die du so verabscheut hast? Ja, mein Kopf hat immer so wehgetan, wenn ich sie getragen habe. Nein, Athena, du irrst dich. Es war genau andersherum. Sie sendeten Schallwellen aus, um die Stimmen der Person um dich herum zu neutralisieren. Deine Kraft war damals noch um viele stärker. Die Kopfhörer ermöglichten dir, einen normalen Alltag leben zu können. Nein, es kann nicht wahr sein. Warum hätte ich dann... Warum würde ich jemanden, der mich liebt, so etwas antun? Ihre Liebe für dich war echt. Das kann ich dir garantieren. Darum wusste ich auch, dass das, was geschehen war, ein Unfall war, für den du nicht bestraft werden durftest. Deshalb haben sie die Schuld auf sich genommen. Sie sind ihrer Mentorin ähnlicher, als sie denken. Bongi war Zeugin. Darum packte ich sie in den Koffer und verließ mit Athena im Arm das Labor. Anschließend warf ich Ponky in den Müllschacht im Aufenthaltsbereich. Und den Koffer versteckte ich am Gelände des Weltraumcenters. Es sieht so aus, als würden sie alle Fakten auf dem Tisch legen. Nein, noch nicht! Das kann doch nicht das Ende sein! Machen Sie sich doch keine Schande, Herr Wright! Die Wahrheit kann nicht mehr geleugnet werden. Oder gehören Sie zu denen, die vor unliebsamen Wahrheiten die Augen verschließen? Nein, aber... Ich darf noch nicht aufgeben. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Und wenn es nur ein Bluff ist. Bisher habe ich es immer geschafft, einen Weg zu finden. Ich muss es auch heute wieder schaffen. Die Verteidigung ist, bereit, um Beweise zu präsentieren. Herr Wright. Ja, Athena? Schon gut. Sie können aufhören. Ich will nicht, dass Sie oder jemand anderes noch länger meinetwegen leiden müssen. Athena, das meinst du doch nicht ernst. Ich habe meine Mutter umgebracht. Es ist die Wahrheit. Staatsanwalt Edgeworth hat recht. Wir müssen die Wahrheit akzeptieren, so schmerzhaft sie auch ist. Ich bekenne mich schuldig. Aber könnte ich bitte die Chance bekommen, Ihnen zu sagen, woran ich mich erinnere? Frau Sykes scheint um einiges tapferer zu sein als Sie, Herr Wright. Was sagen Sie, Euer Ehren? Bekommt Frau Sykes in Anbetracht ihrer Tapferkeit die Möglichkeit zu gestehen? Also schön. Bitte kommen Sie in den Zeugenstand, Frau Sykes. Danke, dass Sie mir diese Chance geben, Staatsanwalt Edgeworth. Und danke Ihnen, Herr Wright und Staatsanwalt Blackwell, dass Sie die Wahrheit aufgedeckt haben.
Jetzt können wir endlich voranschreiten und dem Leiden ein Ende setzen. Athena. Staatsanwalt Blackwells Name wird reingewaschen und das dunkle Zeitalter der Justiz wird enden. Nun, gestehen Sie Ihre Schuld und bringen Sie all das hier zu einem Ende. Ich habe meine Mutter getötet. Meine Erinnerungen sind immer noch verschwommen, aber daran erinnere ich mich ganz sicher. Ich spüre immer noch die Waffe in meinen Händen und ich sie tief in etwas reingerammt habe. Und ich erinnere mich, wie das warme Blut über den Griff an meine Finger floss. Euer Ehren, bitte sprechen Sie mich schuldig. Nur der Mörder kann solche Erinnerungen haben. Daran besteht kein Zweifel. Verstehe. Ich danke Ihnen. Nun, ich denke, der Prozess hat lang genug gedauert. Als jemand noch ein Gegenargument vorzulegen hat, ist dies die letzte Gelegenheit dazu. Ich habe eins, euer Ehren. Wright? Aber Herr Wright, wieso tun Sie das? Ich habe sie getötet. Ich kann mich wieder erinnern. Ein Gegenargument kann nichts mehr ausrichten. Hast du etwa bereits eine der wichtigsten Grundlagen als Anwalt vergessen? Glaube stets an deinen Mandanten. Bis zum bitteren Ende. Du bist keine Mörderin, Athena. Ich sagte, sie haben sich nicht geändert. Aber könnte es sein, dass sie sich zurückentwickelt haben? Ich lasse nicht zu, dass ihre kindische Gefühlsduselei der Wahrheit in die Quere kommt. Gefühlsduselei? Gib du mir keine Ratschläge, was Gefühle und das Herz betrifft, Edgeworth. Denn ich kann Menschen direkt in die Seele blicken. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt. Ich habe mir diese besonderen psychischen Blockaden angesehen, die du angesprochen hast, Hennig. Athena versucht nicht absichtlich, etwas vor dir geheim zu halten. Aus irgendeinem Grund ist ein Teil ihres Herzens und ihrer Erinnerung versiegelt. Auch für sie. Noch gibt es eine Chance. Irgendwo tief in Athenas Herz verborgen. Könnte eine Erinnerung schlummern, deren sie sich selbst nicht bewusst ist. Das wird vielleicht eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber der stelle ich mich. Diese Erinnerung könnte neue Erkenntnisse enthalten, die ihre Unschuld beweisen. Im Sinne aller Beteiligten hoffe ich, dass sie nicht wieder nur bluffen, Herr Wright. Also gibt es nun ein Problem in Frau Sykes Geständnis oder nicht? Meine Erinnerungen sind immer noch verschwommen, aber daran erinnere ich mich ganz sicher. Ich spüre immer noch die Waffe in meinen Händen und wie sie tief in etwas reingerammt habe. Und ich erinnere mich, wie das warme Blut über den Griff auf meine Finger floss. Irgendwas stimmt mit ihren Erinnerungen in dem Vorfall nicht. Ich weiß es einfach. Wenn es ein Problem in ihrem Geständnis gibt, bitte ich um, Beweise, die das belegen. Wo Blut? Ist das nicht das Katana, mit dem die Beschuldigte das Opfer getötet hat, Herr Wright? Mit größter Hochachtung muss ich Ihnen da widersprechen, euer Ehren. Aber ich erinnere mich doch daran. Ich habe die Waffe gehalten und Blut auf meine Finger geronnen. Genau hier liegt der Knackpunkt. Wenn tatsächlich Blut auf deine Finger geronnen wäre, müsste sich auch auf dem Griff Blut befinden. Bitte sehen Sie sich das Schwert genau an. Nicht einmal ein kleiner Blutspritzer ist am Griff zu sehen. Und daher steht die Aussage eindeutig im Widerspruch zu den Fakten. Sie haben recht. Oh je. Ihr Angeklagte erinnert sich vermutlich nur nicht richtig. Sie sagte, ihre Erinnerungen seien verschwommen und wir können nicht jedes Detail beleuchten.
Aber sie sagte auch, dass sie sich ganz sicher daran erinnert. Und das dürfen wir nicht ignorieren. Wenn Sie unbedingt wollen, dann erklären Sie uns doch die wahre Bedeutung hinter dieser Erinnerung. Mit Freude. Ich brauche nur eine Sekunde, um nachzudenken. Ich möchte argumentieren, dass Athena niemanden erstochen hat. Aber sie hat selbst gesagt, dass sie sich daran erinnert, die Tat begangen zu haben. Denk nach, Phoenix. Denk nach. Was könnte der Widerspruch in Athenas Erinnerung bedeuten? Die Angeklagte hatte eine andere Waffe benutzt. Frau Sykes hat ausgesagt, dass das Blut auf den Griff geronnen ist. Aber er ist blitzblank. Daraus könnte man doch schließen, dass die Angeklagte eine andere Waffe benutzt haben muss. Was hacken Sie jetzt schon wieder aus? Das ist es. Dieses Mal habe ich das Richtige gefunden, um Athenas Albtraum ein für alle Mal zu beenden. Dr. Sykes' Lebensfaden wurde definitiv mit dem Katana durchtrennt. Das steht fest. Wenn ich also einen Weg aufzeigen kann, dass Athena das Katana nicht benutzt hat, könnte das vielleicht ihre Unschuld beweisen. Eine andere Waffe? Und was schwebt Ihnen vor? Na klar, logisch, dass er etwas wissen will. Wieder in Erklärungsnot, Herr Wright? Nicht nachgedacht, bevor Sie den Mund aufgemacht haben, hm? Das hat mich verraten. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Richtig. Ich muss nicht nachdenken, da es auf der Hand liegt. Wie bitte? Okay. Vielleicht habe ich ein wenig zu hoch gepokert. Aber es muss doch irgendwas geben. Gab es eine andere schwertähnliche Waffe im Robotiklabor? Vielleicht finde ich etwas auf den Tatortfotos? Sekunde. Da ist etwas. Die Chancen sind hoch, dass das im Labor war. Genau diese Waffe habe ich nicht in meinen Beweisen. Aber ich habe ein ähnliches Beweisstück. Am Tatort könnte neben dem Katana noch eine andere schwertähnliche Waffe gewesen sein. Ist das nicht die Mordwaffe von Clay Terrans Fall? Richtig. Mit diesem Messer wurde Herr Terran ermordet. Und bei dem Fall vor 7 Jahren wurde ein ähnliches Messer verwendet. Das gesamte Personal des Weltraumcenters bekommt Ausrüstungskästen mit Werkzeugmessern. Und das Robotiklabor ist selbstverständlich auch damit ausgestattet. Allerdings wurde neben dem Katana keine andere Klingenwaffe am Tatort gefunden. Wenn Sie den Untersuchungsbericht gelesen hätten, wüssten Sie das. Ja, das wusste ich natürlich. Immerhin haben Sie es mir gerade gesagt. Hier ist noch etwas, das Sie bereits wussten. Am Tatort befand sich ein Ausrüstungskasten. Jedoch enthielt er kein Messer. Hier ist ein Foto des Inhalts. Tatsächlich, es ist kein Messer zu sehen. Stimmt. Aber das Muster auf den Griffen ist irgendwie eigenartig. Sehen Sie es nun ein? In dem Raum gab es keine weitere Klingenwaffe. Da irren Sie sich. Dieser Ausrüstungskasten war sehr wohl mit einem Messer ausgestattet. Und welchen Beweis haben Sie dafür? Und ich dachte, Sie hätten ein Auge für die Kunst, Herr Edgeworth. Da habe ich mich wohl getäuscht. Sie sind der Letzte, von dem ich über Ästhetik belehrt werden möchte. Nur die Ruhe. Er sorgt sich doch nur um die Gesundheit Ihrer Augen. Fahren Sie fort, Herr Wright. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Griffe jedes Werkzeugs ein spezielles Muster haben? Oh ja, Sie haben recht. Aber warum sollte das eine Rolle spielen? Weil wir dadurch wissen, dass ein Werkzeug fehlt. Wenn wir die Werkzeuge nach diesem Muster einordnen, können wir vielleicht erkennen, welcher Abschnitt vom Muster fehlt. Das ist das Ergebnis Ihres armseligen Sinns für Ästhetik. Edgeworth, warum musst du so eine große Sache daraus machen? Nun, dann zeigen Sie uns bitte,
Welches Muster sollten wir sehen, wenn wir die Werkzeuge neu anordnen? Wie beweise ich das? Ah, warte mal, da! Und was für ein Muster soll das sein? Das GIAXA-Logo, euer Ehren. Sie finden es auf allen Dokumenten und Broschüren des Weltraumcenters. GIAXA ist die Institution für das Weltraumcenter Kosmos. Sieh nur, wie hell das GIAXA-Logo über den Eingangsbereich im Sonnenlicht erstrahlt. Die Kombi aus Sternen und Raketenmotiv ist echt klasse. GIAXA? Ist das der Name des staatlichen Weltraumprogramms? Oh, ich glaube, jetzt erkenne ich es auch, aber... Genau. Und reiht man die Werkzeuge auf dem Foto aneinander? Stellt man fest, dass das rote A vom Logo fehlt. Und genau hier kommt die Mordwaffe aus Herr Terrans Fall ins Spiel. Steckt man das Werkzeugmesser in die offene Stelle? Erhält man das vollständige GIAXA-Logo. Was Blitz, das bedeutet also... Sie können es jetzt zugeben, Herr Edgeworth. Mein Sinn für Ästhetik ist Ihrem überlegen. Und wenn wir schon dabei sind, können Sie auch gleich zugeben, dass Frau Sykes das als Waffe benutzt haben könnte? Ah! Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Frau Sykes hat gestanden, dass sie sich daran erinnert, das Opfer angegriffen zu haben. Und vermutlich hat sie jemand mit einem Werkzeugmesser attackiert. Die Waffe, mit der Dr. Sykes getötet wurde, ist jedoch das Katana. Das heißt, dass es sich bei der Person in Frau Sykes Erinnerung nicht um Dr. Sykes handeln kann. Nun gut. Nehmen wir an, Frau Sykes hat tatsächlich das Werkzeugmesser benutzt. Dann erklären Sie mir bitte Folgendes. Was hat sich dadurch verändert? Wie bitte? Vielleicht wurde das Katana nur als Täuschung benutzt, um von der wahren Mordwaffe abzulenken. Was, wenn Dr. Sykes tatsächlich mit dem Werkzeugmesser ermordet wurde? Das ist doch ein Witz! Oder wollen Sie auf einmal die Prämisse Ihrer Argumentation ändern? Ich stelle nur eine Hypothese basierend auf ihrer Logik auf. Frau Sykes könnte das Katana mit Blut beschmiert haben, um es als Mordwaffe zu tarnen. Und mit dem Messer an ihrem Körper versteckt gewartet haben, bis Blackwell sie weggebracht hat. Das würde den Widerspruch von Frau Sykes in Erinnerung und den Beweisen erklären. Welch traurige Ironie es doch wäre, wenn das Werkzeugmesser in der Tat die Mordwaffe ist. Denn ohne ihre logische Schlussfolgerung müssten wir nichts von der Existenz des Messers wissen. Die Anklage versucht, das Gericht zu beeinflussen. Nein, Sie sind es, der versucht, das Gericht zu beeinflussen, Herr Wright. Indem Sie uns dazu bringen wollen, über die Fakten hinwegzusehen. Muss ich Sie daran erinnern, dass zum Zeitpunkt des Mordes nur zwei Personen im Labor waren? Und dass sich die Beschuldigte daran erinnert, jemanden angegriffen zu haben? Nein? Es spielt keine Rolle, ob die Mordwaffe ein Katana oder ein Werkzeugmesser war. Die Angeklagte und das Opfer waren die einzigen am Ort des Verbrechens. Darum können Sie die Tatsache, dass Athena Sykes ihre Mutter getötet hat, nicht mehr länger leugnen. Das glaube ich nicht. Warum? Warum passiert das nur immer wieder? Sobald ich einen Widerspruch finde, löst er sich auf und der Verdacht fällt wieder auf Athena. Das ist fast so als... Sehen Sie es endlich ein? Ihre Widersprüche lösen sich immer wieder in Luft auf, weil die Anschuldigungen wahr sind. Und der Verdacht fällt immer wieder auf die Angeklagte zurück, weil sie die Schuldige ist. Phoenix Wright, wann werden Sie endlich der Wahrheit ins Auge blicken und sie akzeptieren?
Das glaube ich nicht. Es ist nicht wahr. Aber wenn doch? Alright. Sie haben tapfer gekämpft. Sie haben getan, was sie konnten. War es das wirklich? Muss ich mich geschlagen geben? Nein. Reiß dich zusammen, Phoenix. Hör auf, an dir selbst zu zweifeln. Kopf hoch und blick geradeaus. Nein, euer Ehren. Es ist noch nicht vorbei. Right. Fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Ich vertraue Athena und ich glaube an sie. Bis zum bitteren Ende. Was für ein Strafverteidiger verliert schon das Vertrauen in die eigene Mandantin. Stand fest mit Brust raus. Und jetzt streng deine grauen Zellen an, Phoenix. Wenn ich den Weg vor mir nicht erkennen kann, muss ich eben nochmal zurück und danach suchen. Am besten ich überdenke den ganzen Fall noch einmal. Und zwar gründlich. Ich muss mir eingestehen, dass Athena jemand mit dem Werkzeugmesser angegriffen hat. Darauf spielt vermutlich das Umarmt aus Ponkys Aussage an. Der Staatsanwalt Blackwell. Aber Staatsanwalt Blackwell hat das Messer am Tatort nicht gesehen. Das bedeutet, dass jemand es entfernt haben muss, bevor er das Labor betreten hatte. Wer könnte das Werkzeugmesser vom Labor aus mitgenommen haben? Jemand anderes. Eine dritte Person war am Tatort. Wenn ich die Unschuld von Athena glaube, bleibt nur noch die Möglichkeit einer dritten Person. Aber Ponkys Aussage zufolge waren nur Athena und ihre Mutter am Tatort. Was hat diese dritte Person also geschafft, nicht von Ponky wahrgenommen zu werden? Ich hab's. Die Person könnte die Gesichtserkennung umgangen sein, indem sie das abgedeckt hat. Das eigene Gesicht. Die Person verbarg ihr Gesicht. Aber Moment mal. Ponky hat doch auch ein Herzschlagerkennungssystem. Selbst wenn diese Person ihr Gesicht abgedeckt hätte, hätte Ponky sie wahrscheinlich wahrnehmen müssen. Ponky wäre jedoch nicht in der Lage gewesen, festzustellen, wer anwesend war. Sekunde, das ist es. Der Täter hatte sein Gesicht bedecken und sich als diese Person ausgeben können. Mete Sykes. Die Person gab sich als das Opfer aus. Wenn sich der Täter als das Opfer ausgegeben hat, würde das erklären, warum Ponky danach das nur sie und Athena... Was? Würde das erklären, warum Ponky dachte, dass nur sie und Athena anwesend waren? Der Täter hätte einfach nur Ponkys Erkennungsfunktion zu einem eigenen Vorteil nutzen müssen. Und er verwendete das, um sich als Opfer zu tarnen. Ihre Jacke. Der Täter hätte sich als Opfer tarnen können, wenn er ihre Jacke mit dem ID-Tag getragen hätte. Aber dann bleibt immer noch das Herzschlagerkennungssystem. Wie ist der das umgangen? Es hätte nicht geklappt, wenn Ponky einen Herzschlag der echten Dr. Sykes wahrgenommen hätte. Bedeutet das vielleicht, dass Dr. Sykes zu dem Zeitpunkt bereits tot war? Aber wenn dem so wäre, wen hat Athena dann angegriffen? Der wahre Täter. Athena erstarrt den wahren Mörder. Ja, das ist es. Diese Person, die Athena mit dem Messer verletzt hat, war nicht Dr. Sykes. Es war die Person, die Dr. Sykes getötet und sich als sie ausgegeben hat. Der wahre Täter. Nachdem Herr Wright nun mit den Grübeln fertig ist, könnten wir das ja endlich beenden. Bitte verkünden Sie Ihr Urteil, Euer Ehren, damit wir uns der Geiselbefreiung widmen können. Sie haben völlig recht, Staatsanwalt Edgeworth. Hiermit erkläre ich... Ich habe nicht gesagt, dass ich fertig bin. Ich habe nur kurz innegehalten. Ich habe einen kurzen Moment gebraucht, denn ich bin auf etwas Schockierendes gestoßen. Jetzt weiß ich jedoch mit Sicherheit... dass Frau Sykes unschuldig ist. Aber Ponky hat mich gesehen. Sie hat den Moment des Verbrechens beobachtet. Du hast recht. Ponky hat etwas beobachtet. Sie hat die Umarmung gesehen.
Also dem Moment, in dem du das Werkzeugmesser benutzt hast. Aber die Person, die du damit angegriffen hast, war nicht deine Mutter. Was wollen Sie damit andeuten? Das sage ich Ihnen. Die Person, die Frau Sykes mit dem Messer angegriffen hat, war die dritte Person, die sich als Dr. Sykes ausgegeben hat. Was? Und Sie glauben, dass wir Ihnen das einfach so abnehmen, Herr Wright? Die Aussage des Roboters zufolge war keine dritte Person anwesend. Und Sie glauben tatsächlich, dass mir Ihr lächerlicher Versuch, Zeit zu schinden, nicht auffällt? Wir haben schon so viel miteinander durchgestanden. Und dann das. Sie enttäuschen mich, Herr Edgeworth. Sie sollten mittlerweile wissen, dass das Lächeln mein absolutes Selbstvertrauen widerspiegelt. Ha! Diese Pose machen Sie doch pausenlos. Unabhängig von den Fakten. Donkeys eigenartiger Defekt. Herr Terran, Sie sehen ziemlich blass aus. Soll ich Sie ins Krankenzimmer bringen? Herr Terran? Aber das ist Apollo, mit dem du sprichst. Oh, die Schrottbüchse verwechselt Apollo mit Clay. Vielleicht ist Apollo von Clays Geist besessen. Hier fand auch eine Verwechslung wegen des ID-Tags auf der Jacke statt. Und das nur, weil Clonky Apollos Gesichtsmerkmale wegen der Augenbinde nicht erkannt hat. Herr Edgeworth hat bereits erwähnt, dass die Gesichtserkennung bei einer Maske nicht funktioniert. Der Mörder musste nur die Jacke mit dem ID-Tag des Opfers überziehen und die Tarnung war perfekt. Noch mehr wahnwitzige Ideen. Wozu die alberne Verkleidung? Haben Sie etwa bereits vergessen, dass der Roboter auch ein Herzschlagerkennungssystem hat? Wenn eine dritte Person am Tatort gewesen wäre, hätte der Roboter sie detektieren müssen. Tut mir ja leid für Sie, Herr Edgeworth. Aber dieses Mal liegen Sie falsch. Denn zu diesem Zeitpunkt hat Dr. Sykes Herz nicht mehr geschlagen. Wie bitte? Ist das etwa? Ja, euer Ehren. Die Person, die Frau Sykes mit dem Messer angegriffen hat, ist die dritte Person, die sich als Dr. Sykes verkleidet hat. Diese Person ist der wahre Mörder von Frau Sykes Mutter. Aber das ist unmöglich! Eine Maske? Die Person, die ich angegriffen habe, hat eine Maske getragen? Ruhe im Gerichtssaal! Frau Sykes, haben Sie etwas gesagt? Eine Maske? Ja, ich erinnere mich an... Athena, was hast du? Ich... mich an einen Mann mit einer Maske. Warum? Was hat er meiner Mutter nur angetan? Mein Kopf. Oh, Sykes, was haben Sie? Nein! Die schwarzen psychischen Blockaden. Sie brechen auf. Ich erinnere mich wieder an alles, was meiner Mutter an dem Mordtag passiert ist. Sie sind komplett aufgebrochen. Die schwarzen psychischen Blockaden sind endlich weg.
Du hast deine Mutter nicht erstochen. Habe ich recht? Es wird alles gut, Athena. Bitte sag uns, was du an jenem Tag gesehen hast. Ich habe ein Bild gezeichnet. Und nachdem ich fertig war, wollte ich es meiner Mama zeigen. Ich habe die Tür aufgemacht. Und dann... Keine Sorge. Ich bin hier. Es kann dir nichts mehr passieren, Athena. Sie lag am Boden bei der Werkbank und ein Katana steckte in ihrem Körper. Ihr Gesicht war mit einem Tuch bedeckt. Aber ich erkannte sie an ihrer Kleidung. Und ein Mann war auch dort. Ein Mann? Psst, euer Ehren. Sprich weiter. Athena? Er wollte mich angreifen. Ich geriet in Panik und schnappte mir das Messer, das rumlag. Beim ersten Mal habe ich nur die Kleidung erwischt. Darum habe ich es nochmal probiert. Und dieses Mal hast du ihn aber erwischt, nicht wahr? Das habe ich. Ich erinnere mich jetzt ganz deutlich. Ich stach das Messer durch seinen Handrücken. Dann verpasst er mir einen Tritt und ich verlor das Bewusstsein. Werkzeugmesser in der Gerichtsakte aktualisiert. Als ich wieder zu mir kam, bewegte sich meine Mama nicht mehr. Ich musste etwas tun. Ich muss sie reparieren. Das waren meine Gedanken. Darum bat ich Ponky, sie zum Operationstisch zu tragen. Irgendwas stimmt mit Mama nicht. Ich muss sie reparieren. Deshalb hat sie das gesagt. Euer Ehren, wir haben soeben äußerst wichtige Informationen von der Angeklagten gehört. Ein Mann war vor Frau Sykes am Tatort. Ein Mann, der das Gesicht des Opfers abdeckte. Und sich ihre Jacke überzog. Dieser Mann ist der wahre Täter. Frau Sykes, haben Sie eine Ahnung, wer dieser Mann war? Nein, leider nicht. Frau Sykes erwähnte vorhin eine Maske. Athena, kannst du uns darüber vielleicht mehr sagen? Stimmt, die Maske. Es war die japanische Theatermaske meiner Mama. Ich glaube, die an der Wand im Labor gehangen hat. Ah, die Maske aus dem Labor. Die Maske war irgendwie gruselig. Meine Mama hat mir immer gesagt... dass ich mit einer No-Maske jeder gewöhnliche Mensch in ein Phantom verwandeln kann. Ein Phantom? Sieht so aus. Als hätten wir einen neuen Verdächtigen. Und das bedeutet jeglicher Verdacht gegen Frau Sykes. Ich wusste es. Genau das ist der Grund, warum ich dem Rechtssystem nicht vertraue. Athena Sykes ist die Mörderin. Ein anderes Urteil werde ich nicht akzeptieren. Frau Blackwell. Ja, das ist gar nicht gut. Ein neuer Verdächtiger? Wo sind Ihre Beweise? Woher wissen Sie, dass diese feine Prinzessin das nicht alles geträumt hat? Er hat recht. Ich habe keinen handfesten Beweis für die Existenz dieses maskierten Mannes. Danke, Herr Wright. Ich weiß nicht, wie ich mich jemals für alterserkenntlich zeigen kann. Dank Ihnen kann ich mit Gewissheit sagen, dass ich meine Mutter nicht getötet habe. Athena, das freut mich. Meine Erinnerungen kommen langsam alle wieder zurück. Darum würde ich gerne etwas sagen. Ponky ist gegen 14 Uhr in das Robotiklabor gekommen, um sich aufzuladen. Für mein normales Aufladen ging ich gegen 14 Uhr in das Robotiklabor. Gerade als ich dabei war, mich aufzuladen, kam Athena herein und umarmte Mama Metis. Dann ist Mama Metis hingefallen. Danach habe ich mich aufgeladen. Darum weiß ich nichts mehr. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wenn sich der Mörder als Mama Metis getarnt hat. Genau. Dann muss er bereits vor 14 Uhr im Robotiklabor gewesen sein. Habe ich vielleicht ein Beweisstück?
das mir dabei helfen kann, herauszufinden, wer vor 14 Uhr das Labor betreten hat. Moment. 7 Jahre altes Foto. Ist es das hier? Wegen all den anderen Umständen? Der Kapsel, die Jacke. Fuck. Ich glaube, das müsste das Foto sein. Nein, ich glaube, ich hab's verkackt, oder? Das Beweisstück hilft uns, die Identität der Person aufzudecken, die in das Labor gegangen ist. Ach, tatsächlich? Auf die Erklärung bin ich gespannt. Wie wär's, wenn wir es zusammen erklären würden, Edgeworth? Kein Interesse. Und was ist mit Ihnen, euer Ehren? Eine kleine Hilfe vielleicht? Aber natürlich, Herr Wright. Eine Hilfe für Sie mit Ihrer Erklärungsnot kommt sofort. Aua! Er wird ja wohl noch fragen dürfen. Vielleicht gibt es eine Aufnahme vom Täter. Ja, mir ist gerade auch das Video in den Sinn gekommen. Nicht das Foto, sondern das Video. Aber kann ich... Hier sehen wir Staatsanwalt Blackwell, wie er gegen 15 Uhr den Tatort verlässt. Es wäre doch möglich, dass eine andere Person ebenfalls aufgezeichnet wurde. Dazu steht nichts im Ermittlungsbericht. Anscheinend wurde das nicht überprüft. Dachte ich es mir. Wenn wir das Video zurückspulen und uns die Stelle bei ungefähr 14 Uhr ansehen, sollten wir sehen, wie der wahre Täter gerade den Tatort verlässt. Also schön. Sehen wir uns das Video an. Da! Bitte stoppen Sie das Video. Wusste ich's doch. Das ist ein Mann, wie er gerade den Tatort verlässt. Frau Sykes, erkennen Sie diese Person? Das ist er. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Er trägt die Jacke meiner Mama. Das habe ich. Aber was ich wirklich sehen wollte, war ihre Jacke. Die Jacke auf dem Bildschirm. Die gehört also Dr. Sykes. Sehen Sie das? Das ist der Schnitt, den ich dem mit dem Messer zugefügt habe. Und ich wette, dass er das Messer irgendwo unter der Jacke versteckt. Das heißt also, alles, was Frau Sykes gesagt hat. Genau. Damit ist bewiesen, dass Frau Sykes Erinnerungen der Wahrheit entsprechen. Der Mörder von Dr. Sykes hat vor 14 Uhr das Robotiklabor betreten. Er tötete sie und verdeckte ihr Gesicht mit einem Tuch. Dann zog er sich die Jacke und Maske aus dem Labor über und gab sich als Dr. Sykes aus. Der Täter wusste vermutlich, dass sich Punky für gewöhnlich um 14 Uhr auflädt. Darum wartete er darauf, dass Punky fürs Aufladen ins Labor kam. Und indem er Dr. Sykes Jacke trug, gelang es dem Täter, Punky zu täuschen. Dadurch ließ er den Anschein erwecken, Dr. Sykes sei zu dem Zeitpunkt noch am Leben gewesen. Ein perfider Plan, um die wahre Zeit des Verbrechens zu verschleiern. Das ist eine nette kleine Theorie, Wright. Aber sie ist fehlerhaft. Was? Warum? Die Jacke ist auf dem Video klar und deutlich zu erkennen. Und genau hier liegt das Problem ihrer Theorie. Der ID-Tag auf der Jacke belegt eindeutig, dass die Jacke dem Opfer gehört hat. Wenn die Person, die das Labor verlassen hat, tatsächlich die Jacke des Opfers getragen hat, dann erklären Sie mir bitte, wie die Jacke wieder zurück zum Tatort gelangte. Gute Frage. Was hat das zu bedeuten? Edgeworth hat recht. Wie ist die Jacke wieder ins Labor gekommen, wenn der Täter sie getragen hat? Der Mörder hat sie zurückgebracht. Ja. Für die Flucht zog sich der Mörder die Jacke über, damit er nicht erkannt werden konnte. Aber damit ihn niemand auf die Schliche kommen konnte, musste er die Jacke wieder zurückbringen.
Darum kehrte der Täter später wieder in das Robotiklabor zurück und platzierte die Jacke. Das ist des Rätsels Lösung. Allerdings wäre das nicht möglich gewesen. Die einzige Person, die nach dem Mord das Robotiklabor betreten haben, waren Staatsanwalt Blackwell und diejenige, die die Leiche gefunden haben. Und diese Personen sagten aus, dass die Jacke beim Eintreffen am Tatort gesehen haben. Nun, wann hatte dieser mysteriöse Mann also die Gelegenheit, die Jacke zurückzubringen? Das ist in der Tat eine knifflige Frage. Wann hatte der Täter die Jacke zurückgebracht, als die Leiche gefunden wurde? Der Täter konnte die Jacke nur zu einem Zeitpunkt zurückgeben, als die Leiche gefunden wurde. Herr Wright, ist Ihnen bewusst, was Sie damit andeuten? Ja, die meisten Menschen blicken geschockt auf die Leiche, wenn sie eine entdecken. Der Täter hätte sich das zunutze machen und die Jacke in diesem kurzen Moment platzieren können. Im Klartext, der wahre Täter, also der Mann, der uns als das Phantom bekannt ist, war eine der ersten Personen, die die Leiche gefunden haben. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Ruhe im Gerichtssaal! Was hat das zu bedeuten, Staatsanwalt Edgeworth? Die Leiche wurde von einer Gruppe aus 3 Personen gefunden. Sie sollten für die Vorbereitung des Staats der Hand 1 die Sonde mit der Probe abholen. Eine Person unter ihnen hatte eine spezielle Tasche, um die Raumsonde zu transportieren. Sie meinen die schockresistente Tasche, oder? Korrekt. Falls die Jacke in dieser Tasche gewesen ist, hätte die Jacke mit der Leichtigkeit unentdeckt an den Tatort zurückgebracht werden können. Ich werde dafür sorgen, dass Sie die Unterlagen zu diesen 3 Personen erhalten. Das würden Sie tun? Wir sollten uns auch die Gesichtserkennungsdatenbanken von den Robotern ansehen. Wenn diese Person ihr Gesicht mit einer Theatermaske verdeckt hat, können wir annehmen, dass ihre Gesichtsmerkmale bereits registriert wurden. Staatsanwalt Edgeworth, ist das da etwa? Ich muss zugeben, dass mir Frau Sykes' Erinnerung glaubwürdig erscheint. Du gewinnst, Wright. Wobei das hier natürlich nie eine offizielle Verhandlung war. Hab ich mich gerade verhört? Sie geben sich geschlagen, Staatsanwalt Edgeworth. Ist es wahr, Chef? Heißt das, ich bin... Ich kann es nicht fassen. Es ist geschafft. Ich habe gewonnen. Ich habe bewiesen, dass sowohl Athena als auch Staatsanwalt Blackwell unschuldig sind. Euer Ehren, ich sehe keinen Grund, den Prozess noch weiter in die Länge zu ziehen. Einen Moment, Herr Wright. Haben Sie etwa bereits vergessen, wer hier bei Gericht das Sagen hat? Genau, ich bin derjenige, der sagen sollte, ich sehe keinen Grund. Nein, euer Ehren? Auch Sie nicht. Und nun seien Sie still. Die Prinzessin, die von Metis über alles geliebt wurde und es ihr mit dem Tod dankte? All die Jahre war der Hass auf Athena das Einzige, was mich am Leben gehalten hat. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich weitermachen? Kann mir das jemand sagen? Oh, Blackwell. Wie ungewohnt von dir, Aura. Metis brannte für ihre Arbeit. Und sie schätzte dich als Kollegin, ist das nicht? Halt's Maus, Simon! Du weißt ganz genau, wie ich für sie empfunden habe. Ich wollte mehr von ihr als nur ihren Respekt als Kollegin. Und was wollten sie von ihr? Noch nie etwas von zwischen den Zeilen lesen gehört, euer Ehren? Aura, wenn du mir eine Sekunde zuhören würdest, würde ich dir gerne etwas sagen. Ich habe eine Spur, wer Metis umgebracht hat. Sie haben eine Spur? Right, Donor. Sie haben mich nach der Identität des Phantoms von vor 7 Jahren gefragt. Ja, das habe ich. Das Phantom. Die Person, die Blackwell auch noch hinter Gittern gejagt hat.
Vor 7 Jahren schmiedete jemand einen Plan, die Hart-1-Rakete zu sabotieren. Der Spion. Aber er war kein gewöhnlicher Spion. Seine Vergangenheit, sein Aussehen, nichts davon war bekannt. Darum nannten wir ihn das Phantom. Damals kooperierte ich mit der Polizei, um ihn zu überführen. Und dann eines Tages geschah ein Wunder. Ich erhielt eine Spur. Oh, wie aufregend. Und worum handelt es sich? Um eine Stimmaufnahme von ihm. Leider war die Tonqualität für eine Analyse zu schlecht. Aber ich hatte Hoffnung. Auras Kollegin könnte menschliche Emotionen analysieren. Ich bat sie, die Aufnahme mithilfe analytischer Psychologie zu untersuchen. Und diese Wissenschaftlerin war Dr. Sykes. Korrekt. Die größte Angst eines Spions ist, dass seine wahre Identität aufgedeckt wird. Neben der Hat 1 hatte er bestimmt auch auf die Tonaufnahme und die Analyse abgesehen. Aber seine Suche im Weltraumcenter blieb erfolglos. Darum geriet er vermutlich in Panik. Er konnte sie nicht finden. Aber wo waren sie denn versteckt? Wer weiß das schon? Hat er sie etwa all die Jahre bei sich aufbewahrt? Wie in alles in der Welt ist es ihnen gelungen, sie ins Gefängnis zu schmuggeln? Ich habe meine Mittel und Wege. Außerdem ist mein Partner in solchen Dingen besonders geschickt. In der Unterwelt verbreitete ich Gerüchte über das Phantom, um ihn hervorzulocken. Und um ihn auf mich aufmerksam zu machen, erhielt ich sogar die Erlaubnis, als Ankläger zu agieren. Der Beweis für deine Identität ist hier. Hol ihn dir, wenn du dich traust, verhöhnte ich ihn. Und was ist mit den Ergebnissen von Dr. Sykes? Waren sie aufschlussreich? Hier, entscheiden Sie selbst. Aber seien Sie vorsichtig. Das ist alles, was mir noch von meiner Mentorin geblieben ist. Danke. Nur nicht fallen lassen. Nicht fallen lassen. Phantoms psychologisches Profil zur Gerichtsakte hinzugefügt. Psychologisches Profil, geheim. Emotionale Information der gemessenen Stimme im Vergleich zu anderen Stimmen, extrem gering. Subjekt zeigt einzigartige psychische Struktur mit fast keinen emotionalen Fluktuationen. Keine Fluktuation? Ein Spion, der nichts empfindet. Keine Traurigkeit, keine Wut. Und natürlich keine Angst. Er ist der Inbegriff eines Phantoms. Ein Monster ohne Herz. Begreifen Sie es denn nicht? Dieses Monster hat das Leid über uns gebracht! Das Phantom. Ein passender Name für jemanden, der Finsternis über die Welt gebracht hat. Nun gut. Es scheint, dass das Bild dieses Mannes langsam klare Züge annimmt. Basierend auf diesen Erkenntnissen bitte ich Sie, weitere Nachforschungen zu unternehmen. Das ist kein offizieller Prozess, aber dennoch möchte ich die korrekte Vorgehensweise einhalten. Wenn Sie gestatten, verkünde ich nun mein Urteil und beende diesen Prozess. Von mir aus. Tun Sie, was Sie wollen. Ich habe keine Einwände. Ich bitte darum, Euer Ehren. Es ist vorbei. Es ist endlich vorbei. Also schön. Nun denn. Staatsanwalt Blackwell, bitte treten Sie in den Zeugenstand. Diese Verhandlung hat gezeigt, dass Sie unschuldig sind. Das Urteil von vor 7 Jahren ist somit nicht mehr wirksam und wird aufgehoben. Und nun zur Angeklagten der aktuellen Verhandlung, Frau Sykes. Ja, Euer Ehren? Ja, Wright. Danke. Danke für alles, was Sie getan haben. Ach, Athena. Das habe ich doch gern gemacht. Nun denn, wenn alle Parteien bereit sind, verkünde ich nun das Urteil.
Sie? Apollo! Was hat das zu bedeuten? Ich gratuliere Ihnen, Herr Wright und Staatsanwalt Edgeworth. Nach 7 Jahren haben Sie die Wahrheit aufgedeckt und so Staatsanwalt Blackwell gerettet. Allerdings... kann ich es nicht zulassen, dass die Verhandlung hier endet! Warum, Apollo? Warum tust du das? Aber, warum er das tut, müsst ihr beim nächsten Mal, also morgen, herausfinden. Eieieiei, das war wieder ein langer Part, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Und ich hoffe, ihr seid richtig gespannt darauf. Und ihr freut euch zu erfahren, wie sich dieser gesamte Fall noch auflöst. Eieieiei, das wird großartig. Auf jeden Fall, das war erstmal genug. Haut da rein, wir sehen uns morgen beim großen Finale von Ace Attorney Dual Destinies. Und bis dahin, Guys. Tschüss.